Wollen wir erstmal richtig starten? Ja, also herzlich willkommen hier zum Agroforce Donnerstag. Kurz zu uns, also ich bin erstmal Hanno und wir sind hier die Agroforestry Community in Göttingen und wir sind ein Zusammenschluss aus Studentinnen und Studenten, die eben ja, sich dafür einsetzen, dass das Thema Agroforestwirtschaft eben, ja, dass darüber informiert wird und dass das ganze Thema weitergebracht wird. Müssen wir hier noch weiterkommen? Ah, so kriegen wir es hin. So, also als erstes würde ich euch einmal bitten, dass ihr hier an der Umfrage teilnehmt. Für die Leute, die online zugeschaltet sind, wird einfach ein Link in den Chat gepostet. Da könnt ihr einmal an der Umfrage teilnehmen. Für alle, die hier in Präsenz dabei sind, ist hier oben der QR-Code zu sehen. Und ja, es wäre super, wenn ihr da einmal die drei Fragen beantworten könnt. Das wäre, ja, es wäre toll, wenn da möglichst viele Leute mitmachen können, weil das eben durchaus wichtig wäre für weitere Projekte, die wir in Zukunft in ähnlicher Form vorhaben würden, dass wir eben auch Fördergelder dafür bekommen würden. Also aktuell ist es eben so, dass hier die Vortragenden ja, das Ganze kostenfrei machen. An der Stelle auf jeden Fall ja, vielen herzlichen Dank, dass sie es trotzdem machen. Ja, genau. Und dann ja, wäre es einfach super, wenn möglichst viele da einmal teilnehmen könnten und dass man dann ja auch mal sieht, wer das hier hat. Das ist dann für die Förderung des Ganzen, ja, deutlich verbessern. Hier kann man dann auch einmal die Ergebnisse hoffentlich sehen. Wie sieht das so aus? Genau, hier kann einmal abgestimmt werden. Das haben hier alle schon den QR-Code gescannt? Oder soll ich sonst noch einmal zurückgehen? Was sieht gut aus, glaube ich. Ja, also hier sehen wir jetzt schon mal die Ergebnisse. Also hier erstmal die Frage, kenne ich Agroforce schon? Und hier sehen wir, dass also bis jetzt eine große Mehrheit sich schon doll damit beschäftigt hat. Aber es sind hier auch, wie man sieht, auch schon Leute mit Praxiserfahrung dabei. Aber auch also einige, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben. Also interessant zu sehen auf jeden Fall. Ja, woher kommen die Leute hier? Was seid ihr alles für Menschen? Gerade sind die Ökosystemmanager vorne hier. Aber wir sehen auch wieder alle möglichen Leute hier. Und wie habt ihr von der Vortragsreihe gehört? Aktuell sind die Plakate vorne. Ja, genau. Also wäre super, wenn ihr daran teilnehmen könnt an der Umfrage. Ich werde später auch noch einmal daran erinnern. Und ja, jetzt erstmal zum eigentlichen Vortrag. Ja, wenn euch das heute gefällt, kann ich jetzt schon mal sagen, dass es nächste Woche direkt weitergeht und zwar mit Niklas Wagner. Der ist Bundestagsabgeordneter für die Grünen und ja, wird uns hier nächsten Donnerstag um die gleiche Uhrzeit etwas über Agroforstförderung in der Politik erzählen. Ja, und ja, erzählt es sonst gerne Leuten weiter, wenn es euch gefällt. Und ja, vielen Dank, dass ihr hier so mitmacht, wie ihr es die letzten Wochen schon gemacht habt. Ja, jetzt zum Main Act des heutigen Abends. Nachdem wir ja letzte Woche von Bürger Paulsen schon viel zu der Theorie des regenerativen Weidemanagement gehört haben, haben wir heute Felix Rieten zu Gast. Ja, Felix Rieten ist Betriebsleiter der Abteilung Landwirtschaft, Agroforstwirtschaft und Nachhaltigkeitsmanagement auf seinem Familienbetrieb Riekens Eichhof. Und ja, dort hat er eben in den letzten Jahren ja, Agroforstsysteme etabliert und von denen wird er uns heute erzählen. Ganz kurz noch zu Felix. Felix hat hier quasi nebenan studiert in Witzenhausen, ökologische Landwirtschaft, hat dann ja, überall in der Welt in Betriebe reingeschnuppert und ja, bringt dementsprechend viel Wissen mit. Und ja, durch sein Engagement an dem Familienbetrieb hat er eben auch 2021 den Nachhaltigkeitspreis des Landes Schleswig-Holstein
erhalten und ja, dementsprechend bin ich sehr gespannt auf seinen Vortrag. Bevor ich jetzt hier an Felix übergebe, noch einmal kurz zum Aufbau der Präsentation. Also es ist so geplant, dass der Vortrag in zwei Hälften aufgeteilt ist und zwischen den beiden Hälften einmal die Möglichkeit ist, Fragen zu stellen und dann am Ende ist auch nochmal die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Genau, dann würden wir hier wieder in Präsenz, würden wir wieder das Mikrofon rumgeben und online die Fragen hier vorne vorlesen. Ja, damit würde ich sagen, viel Spaß bei dem Vortrag von Felix und ich übergebe das Wort. Ja, vielen Dank, Hanno, für die einleitenden Worte. Vielen Dank an die Agroforestry Community für die Einladung hier heute Abend. Ich bin immer sehr begeistert, wenn solche Einladungen reinkommen und ich die Möglichkeit bekomme, das, was mir so ein bisschen in die Wiege gelegt wurde, zu tun. So betrachte ich das auf jeden Fall immer wieder, Menschen weitergeben zu können, Erfahrungen teilen zu können und so Menschen davor zu bewahren, die gleichen Fehler zu machen wie ich. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg von dem Mikro. Nimm den Pointer hier in die Hand. Ich war gestern Abend auf einer Veranstaltung von einem großen Lohnunternehmen der Firma Blunk in Schleswig-Holstein. Da waren 300 Landwirte ungefähr, die haben sich zwei Vorträge angeschaut von einem Biolandwirt in Mecklenburg-Vorpommern mit 2000 Hektar und ordentlich Maschineneinsatz. Außerdem einem Menschen, der über die verschiedenen Getreidemärkte referiert hat, wann man also sein Getreide am sinnvollsten verkauft. Ich war einer von drei weiteren Biobetrieben auf dieser Veranstaltung. Das war auf jeden Fall bezeichnend. Habe mich ein bisschen merkwürdig gefühlt, aber es war auch angenehm. Das Spannende an diesem Abend war das Grußwort von unserem Landwirtschaftsminister Werner Schwarz, der jetzt gerade jung das Amt übernommen hat. Und nach dieser Veranstaltung saß ich kurz alleine, habe einen der Vorträge Revue passieren lassen und dann kam doch dieser Minister auf mich zu und hat gesagt, Herr Riegen, ich habe da so einen Batzen Geld bekommen, den ich für Biodiversitätsmaßnahmen einsetzen muss. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir ein Konzept vorlegen, wie wir die Agroforstwirtschaft in diese Geschichte mit reinbekommen. Und der Weg dahin, dass so ein Landwirtschaftsminister auf mich zukommt und mir so eine Bitte zubringt, den möchte ich jetzt ein kleines bisschen aufzeigen. Ich möchte. Na? Technik hakt. Doch, jetzt zurück. Ja. Ich möchte vorweg meine Motivation zur Agroforstwirtschaft teilen, das, was mich inspiriert hat, wo ich Lösungen gesehen habe für die Probleme, die wir aktuell im landwirtschaftlichen Kontext haben. Ich möchte ein wenig den Kontext größer machen, um zu erklären, wieso ich mir Agroforstsysteme bei uns im Betrieb so gut vorstellen kann und was da für Grundlagen noch kommen müssen. Ich darf ein bisschen was vom Eichhof erzählen, den Betrieb im größeren Kontext ein bisschen vorstellen und nachdem wir dann die erste Fragerunde hinter uns haben, kommen wir zum praktischen Teil der ganzen Geschichte und ich darf euch zeigen, was wir da so alles gemacht haben bis jetzt. Also, wie bin ich zur Agroforstwirtschaft gekommen? Das fing an im Jahr 2018. Wir hatten eine große Dürrekatastrophe. Norddeutschland ist vertrocknet. Ich war damals hier in Witzenhausen am Studieren und bin im Oktober, also als es wieder angefangen hat zu regnen, nach Hause gekommen, um meinen Eltern so ein bisschen Urlaub zu gönnen. Und da ist mir erst das Ausmaß dieser Geschichte wirklich wahr geworden, also klar geworden, als ich die Flächen gesehen habe, die da wirklich verdorrt waren, als ich gehört habe, dass wir 12 Tiere an den Schlachter verkauft haben müssen, weil wir sie nicht ernähren können. Ein Tier an Hitzeschlag gestorben ist, fand ich auch abgefahren. Also das war schon
für mich jetzt nicht ganz so doll, weil ich es nicht live erlebt habe so richtig, aber für meine Eltern doch auf jeden Fall eine traumatische Erfahrung. Und ich bin also, nachdem das dann wieder angefangen hat zu regnen, auf den Flächen unterwegs gewesen und habe festgestellt, dass es direkt neben den Knicks als erstes wieder grün wurde. Knicks, das sind so, die es nicht wissen, diese Baumreihen entlang von Feldgrenzen, die so ein bisschen Wind abhalten sollen, die müssen Schatten spenden. Ein im Norden Deutschlands durchaus gängiges System der Landnutzung. Und bin dann daraufhin der Frage nachgegangen, was denn die Bäume jetzt damit zu tun haben. Und bin auf einen Vortrag gestoßen von Professor Spieker. Der ist in Freiburg damals gewesen, auf jeden Fall, für Dendroökologie und Wassermanagement und Forstwirtschaft. Und der hat einen Vortrag über Agroforstwirtschaft gehalten. Und das war 2018 das Einzige, was ich auf YouTube zum Thema Agroforstwirtschaft gefunden habe. Das ist heute ein bisschen anders. Also da haben wir auf jeden Fall schon eine ganz abgefahrene Dynamik, das nur am Rande. Mir sind da Fragen beantwortet worden, die ich mir bis dato noch gar nicht gestellt hatte. Das fand ich geil. Also ein komplettes Paradigmenwechsel in meinem Kopf, weg von diesem Felderdenken. Wir haben hier eine Kultur, die müssen wir gut pflegen und irgendwann ernten. Kommt da die nächste Kultur hin, ein bisschen Fruchtfolge, kriegen wir da auch noch was hin. Nee, wir müssen jetzt Bäume drauf pflanzen. Abgefahren. Fand ich sehr inspirierend. Ich habe dann weiter geguckt, wo ich mir noch mehr von dem Kram reinholen kann und bin tatsächlich an der Uni selber fündig geworden, wo es einen Kurs zur regenerativen Landwirtschaft gab. Und da habe ich mich dann mit reingesetzt in diesen Kurs und durfte abermals inspiriert werden von den interessanten und zielführenden Ideen, die da vorgestellt wurden. Und da fängt, glaube ich, so ein bisschen das an, wo ich sage, das ist unsere Zukunft, da müssen wir hin, regenerative Landwirtschaft. Let's go. Es sind also durch die Klimakrise, die 2018 wissenschaftlich belegt, diese Dürrekatastrophe hervorgebracht hat, Probleme bei uns. Und dahingehend ist es eins meiner großen Ziele, dem ein bisschen entgegenzuwirken. Und noch so eine Katastrophe habe ich eigentlich nicht Lust zu erleben. Deswegen, glaube ich, müssen wir Ursachenbekämpfung machen, den Klimawandel angehen. Ich glaube, das ist hier auch allen bekannt. Das Zweite ist, im Witzenhausen-Kontext, ja, da beschäftigt man sich auf jeden Fall sehr viel mit dem Thema Ernährung, wie man den Menschen ernähren sollte und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall eine zweite große intrinsische Motivation von mir, dazu beizutragen, dass wir möglichst viele Menschen ernähren können. Und das als Basis, das als Fundament für eine Ideologie ein Stück weit schafft die Möglichkeit, Agroforstsysteme leidenschaftlich umzusetzen. Ich habe hier eine ganz kleine Auswahl an Vorteilen der Agroforstwirtschaft. Das sind in meinen Augen auch die essentiellsten Vorteile. Es geht um das Thema Boden und den Bodenkohlenstoff anzuheben, aber auch in der Biomasse Kohlenstoff zu sequestrieren, sodass er nicht mehr in der Atmosphäre Probleme bereitet. Es geht um Wasserschutz, nicht nur, dass uns das Wasser oberflächlich abfließt, sondern auch, dass das Wasser mit zu vielen Nährstoffen in unsere Grundwässer gelangt. Da können Agroforstsysteme was dagegen tun. Es geht um Biodiversität, keine Frage. Es geht um Ästhetik in der Kulturlandschaft. Das finde ich ist ein ganz entscheidender Punkt, weil wir uns im landwirtschaftlichen Kontext sehr in diesem Prozess zwischen Gesellschaft und Landwirtschaft befinden, wo ja aktuell auch immer wieder die Köpfe aneinander geraten. Da können wir mit Agroforstsystemen auf jeden Fall sehr gut in eine positive Richtung arbeiten und uns LandwirtInnen da ein bisschen besser stellen. Und es geht darum, die Sonne effizient zu nutzen. Das Land-Äquivalenz-Verhältnis, ich werde es ganz später nochmal aufnehmen, zusammenfassen, es geht um Resilienz, also darum, dass wir unsere Landwirtschaft auf den Klimawandel einstimmen und aber auch um Regeneration, dass wir unser Ökosystem, was Schaden getragen hat von der bisherigen
landwirtschaftlichen Nutzung wieder besser zu machen. Regenerative Landwirtschaft, ich habe es angesprochen, eigentlich so das größte Ziel in meinen Augen, diese vier Punkte, Boden, Biodiversität, das Wasser und die Sonne, in meinen Augen das Fundament unserer landwirtschaftlichen Nutzung, unsere Produktionsfaktoren, wenn man so will, die wir teilweise beeinflussen können und wo wir teilweise einen passiven Einfluss haben. Bei Boden und Biodiversität, das können wir aktiv was gegen tun. Wir können Mist streuen anstatt Mineraldünger, damit den Boden aufbauen. Wir können einen Baum pflanzen und damit für Biodiversität sorgen. Wir können passiv, also da geht es auf jeden Fall so ein bisschen in eine Fließdynamik über. Es gibt Menschen, die sagen, wir können Niederschläge beeinflussen, indem wir unsere Ökosysteme gravierend umbauen. Bin ich auch von überzeugt. Aber jetzt erstmal so, mit so der kleine Landwirt, wie ich einer bin, der kann jetzt erstmal nicht dafür sorgen, dass wir mehr Regen bekommen. Aber wir können dafür sorgen, dass das Wasser auf unserem System bleibt. Das ist der Punkt. Und wir können, wie gesagt, die Sonne effizienter nutzen, als wir es im herkömmlichen Landbau tun. Das wäre das nochmal für diejenigen, die sich das hinterher angucken wollen. Ich habe eine Strategie für unseren landwirtschaftlichen Betrieb im Studium entwickelt, der diese Produktionsfaktoren möglichst regeneriert und aber auch sehr viel Wertschöpfung schafft. Es geht um Kreisläufe, es geht um Nährstoffkreisläufe. So ist es aktuell. Wir bekommen ein paar Spurennährstoffe und Ergänzungsfuttermittel von außen in unser System ein. Daran bin ich am Arbeiten, dass das reduziert wird. Wir haben die Ausgangssituation von Grünland und Ackerland, die noch nicht mit Agroforstsystemen bepflanzt sind, und die Agroforstsysteme selber. Die produzieren Einstreu und Futter für unsere Rinderhaltung. Die Rinderhaltung produziert Milch und Fleisch, das wir verkaufen können, und Nährstoffe für den Gemüsegarten, der uns ernährt. Das also im Kontext dieser Regeneration, dass unsere Produktionsfaktoren durch diesen Anbau besser werden. Und diesen Apparat hier stärker zu machen, das ist das Ziel. Und so soll die ganze Geschichte 2050 aussehen. Diversifikation ist so ein Punkt auf jeden Fall, wo ich denke, das ist eines der Schlüsselelemente, die wir brauchen, um nachhaltige Landnutzungssysteme zu entwickeln und aber auch effiziente und produktive Betriebsstrukturen zu entwickeln. Also Wertschöpfung schaffen, indem zum Beispiel der Rindermist nicht direkt wieder auf die Weide gebracht wird, wo es wieder zum Futter für Rinder wird, sondern zwischendurch den Schritt macht, einen Baum zu ernähren, der uns dann Hackschnitzel oder Laubfutter für die Rinder schafft, sodass da eine Veredelungsstufe mehr drin ist. Je mehr Veredelungsstufen wir haben, desto komplexer wird die ganze Geschichte. In meinen Augen auch interessanter, desto potenziell mehr Wertschöpfung haben wir in der Geschichte. Und da muss man aber aufpassen, ich glaube, dass man so sich betriebsintern nicht verzettelt und nicht zu viel machen möchte. Das weiß ich schon ein bisschen aus Erfahrung. Genau, konkret heißt das, Pflanzenkläranlage, ein Symbiostall, ein Marktgarten, das sollen die Punkte sein, die ich heute eher weniger befasse. Es geht ja ein Stück weit hier rum. Ein Pilzwald, können wir gerne drüber reden, wenn euch das interessiert. Ich bin in dem Kontext hier auch irgendwie als Landwirt immer wieder in die Richtung eines Energiewirtes gebracht zu werden, auf jeden Fall aus politischer Sicht. Ich finde das interessant. Es gibt auf jeden Fall gute Ansätze, um Energie zu produzieren. Nicht zuletzt die Pyrolyseanlage, Holzverkohlung, wo wir auch Agroforstsysteme als Grundlage nehmen können, um hier sehr spannend Wärme und Energie produzieren zu können. So.
das brauchen wir als Grundlage für die ganze Geschichte, damit das funktioniert. Ich glaube, in der letzten Zeit hat sich die Agrarpolitik und die Betriebswirtschaft der Landwirtschaft entwickelt aufgrund von einfachen Rechnungsmodellen. Also es ist leicht, einen Schweinestall irgendwo hinzustellen, auf der einen Seite zu berechnen, was reingeht, und auf der anderen Seite zu berechnen, was rausgeht. Einen Strich drunter zu machen und zu gucken, was kommt dabei raus. Vielleicht hier und da eine kleine Modifikation anpassen, damit ein bisschen mehr unten rauskommt. Gewinnmaximierung ist da irgendwie das Thema. Und dann läuft die Geschichte. Sobald wir uns aber aus diesem geschlossenen Kontext des Schweinestalls rausbegeben und in die Natur gehen, wird die ganze Geschichte wahnsinnig viel komplexer. Und da hat Christian Hiss hier ein sehr spannendes Buch geschrieben, wo er sagt, wenn wir in diesem Kontext arbeiten und als Landwirt Aufwendungen haben oder produzieren, dann haben wir grundsätzlich eine Wirkung auf die Natur, auf die Umwelt, auf die Region, in der wir leben, auf die Landschaft, die wir gestalten und auf die Gesellschaft, die in unserer Region lebt. Da habe ich gerade eben angesprochen. Das Problem bei der ganzen Geschichte, also bei dieser aktuellen Betriebswirtschaft in landwirtschaftlichen Betrieben, ist, dass sowohl der Naturkosmos als auch das Sozialkapital, so nennt er das, nicht mit in die Bilanz mit einfließt. Ein Beispiel wäre Bodenfruchtbarkeit. Wenn ich als Landwirt hingehe und sage, ich dünge jetzt nicht mehr Stickstoffdünger aus der mineralischen Stickstoffdünger, sondern nehme Mist, dann kostet mich das mehr Geld in erster Linie. Und dieser Mist aber hat einen positiveren Einfluss auf die Bodenfruchtbarkeit. Ich schaffe also in meinem Boden einen Wert, die Fruchtbarkeit, der aber nirgendwo in meiner Bilanz auftaucht. Der Boden oder die Fläche, die ist hinterher nicht mehr wert, wenn ich das auf dem Markt verkaufen würde. Und das ist auch paradox, wenn ich da jetzt ein Agroforstsystem draufsetze, einen Haufen Bäume pflanze, die mich viel Geld kosten, die älter werden, die ich irgendwann potenziell verkaufen kann. Prinzipiell ist erstmal die Fläche nicht mehr wert, wenn ich sie verkaufen will. Natürlich dann irgendwie ein Stück weit Handlungsgeschick, was man da irgendwie anbringen muss. Aber so ganz im Fundamentalen betrachtet, haben wir da ein großes Problem, dass es erstmal keine intrinsische Motivation für LandwirtInnen gibt, zum Beispiel den Boden aufzubauen. Das geht ja weiter. Wir sind ja erstmal nur beim Naturkontext. Sozialkapital. Wenn wir Ausbildung machen auf einem Betrieb, dann habe ich als Landwirt Aufwendungen und verbringe Zeit damit, einem Menschen etwas beizubringen. Das ist erstmal ein Minusgeschäft für mich, in Anführungsstrichen, je nachdem, wie effektiv ich das betreibe. Wenn ich ganz viel Zeit reinstecke, je mehr Zeit ich da reinstecke, desto weniger habe ich als Betriebsleiter, desto weniger hat der Betrieb da ein Stück weit was davon, weil der oder die Auszubildende ist dann irgendwann weg und schafft diesen Mehrwert irgendwo anders. Und das mit in die Bilanz zu nehmen, das hat Christian Hister in seinem Buch mit reingebracht und in meinen Augen eine hochinteressante Geschichte. Es wurde darauf aufbauend ein Forschungsprojekt in die Wege geleitet, das seit 2017 auf jeden Fall läuft. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob es schon abgeschlossen ist. Es wurden 4 Betriebe auf jeden Fall beleuchtet und es wurden Nachhaltigkeitsleistungen entwickelt in diesem sozial-ökologischen Kontext. Diese Nachhaltigkeitsleistungen wurden monetarisiert, also denen wurde ein Wert zugeordnet. Das kostet so und so viel Geld, den Boden aufzubauen. Bums, haben wir einen Wert. Und im Endeffekt, wenn man da jetzt weiter mitgeht, das ist alles auf dem Fuße der Regionalwert AG gegründet. Ich will jetzt hier keine großartige Werbung machen. Ich finde nur den Christian Hiss so cool, der hat mich sehr inspiriert. Diese Regionalwert AG, das ist selber eine Bürgeraktiengesellschaft. Nicht näher darauf eingehen.
Das Ende, was dabei rausgekommen ist, am Ende ist dieser Leistungsrechner dadurch entstanden. Es ist jetzt aufgrund dieser Forschung möglich, für einen landwirtschaftlichen Betrieb diese Software zu kaufen und innerhalb von 4 Stunden, ein bisschen mehr, je nachdem wie komplex der Betrieb ist, da Daten einzupflegen, und man bekommt am Ende eine Zahl, sagen wir 50.000 Euro, die wir im letzten Jahr an sozialökologischen Leistungen gebracht haben, für die wir keinen Gegenwert erhalten haben. Und damit kann man dann hingehen zu irgendwelchen Menschen, die zu viel Geld haben, und sagen, hey, ich habe da was Tolles gemacht, willst du das nicht unterstützen? Und er ist jetzt gerade mit dem Europaparlament am Überlegen, ob das nicht sinnvoll ist, dies hier als Grundlage zu nehmen, um unsere landwirtschaftliche Subvention darauf auszuschütten. Wenn das der Fall ist, dann geht es hier richtig ab. Das sind noch so 3 weitere Möglichkeiten, wie man in dieser Geschichte sich engagieren kann, beziehungsweise wo man Nachhaltigkeitsbilanzierungen durchführen kann. Die Gemeinwohlökonomie, da sind wir jetzt gerade selber dabei, finde ich hochinteressant, hat so nicht so den Fokus auf Landwirtschaft. Da haben wir eher diese Smart-Analyse vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau. Und ist nicht ganz das Gleiche, aber das True Cost Accounting, finde ich, ist auf jeden Fall eine hochinteressante Geschichte, die da sehr mit verbandelt ist. Die wahren Preise, wenn wir von konventionellen Lebensmitteln jetzt, ich will es nicht irgendwie anprangern, aber wenn wir von Lebensmitteln, die die wahren Preise annehmen, dann wären im jetzigen Fall die konventionellen Preise im Supermarktregal sehr viel teurer als die ökologischen. Finde ich immer ganz spannend, sich das mal vor Augen zu führen, was das für einen Einfluss hätte, wenn das tatsächlich der Fall wäre, dass das durchgeführt werden würde. Das mal so als Basis. Und das ist so dieser Kostenkontext, den ich mir ganz gerne vorstelle, wenn ich mir Zukunftsideen schaffe für unseren Betrieb daheim. Das ist jetzt der Eichhof. Das sind die verschiedenen Betriebszweige, die wir in den letzten Jahren aufgebaut haben. Und wenn wir diese fundamentalen Finanzgeschichten umgebaut haben hin zu Nachhaltigkeitsbilanzierung etc., dann wäre hier noch sehr viel mehr möglich. Auf den regenerativen Landwirtschaftspart gehe ich gleich in erster Linie hier drauf ein. Ich möchte darüber hinaus kurz die regionale Direktvermarktung vorstellen. Wir haben seit 2006 eine eigene Molkerei auf dem Hof, wo wir unsere Milch veredeln zu Vollmilch, Joghurt, Frischkäse, verschiedene Hartkäsesorten, das lassen wir aber machen. Und diese Produkte, die dadurch entstehen, die liefern wir aus in einem Liefergebiet von etwa 15 Kilometern um unseren Betrieb herum. Darüber hinaus haben wir einen Hofladen, wo die Menschen also zu uns kommen. Und das ist so die ökonomische Grundlage für die Art und Weise von Landwirtschaft, wie wir oder ich in erster Linie sie betreiben möchte auf diesem Hof. Ohne Direktvermarktung wäre das so mit 70 Kühen schon lange nicht mehr möglich gewesen. Das war 2006 damals die Grundlage, eine Meierei zu etablieren. Ich bringe das deshalb hier mit rein, weil es einen großen Unterschied macht, ob man ein direktvermarktender Betrieb ist und Agroforstsysteme baut oder nicht. Ein großes Marketingobjekt mit Bäumen. Muss man, glaube ich, nicht näher drauf eingehen. Das Dritte, was wir machen, und da sehe ich gerade unseren Betrieb als gutes Anschauungsbeispiel dafür, wie in einem Unternehmen die Nachhaltigkeit sehr ganzheitlich betrachtet werden kann, auf den 3 Ebenen Ökologie, Ökonomie und Sozialem. Wir haben einen Kindergarten auf dem Hof, der uns in unseren täglichen Arbeiten begleitet und immer wieder was lernen darf. Wir geben die Möglichkeit, SchülerInnen im Rahmen der öffentlichen Ganztagsschule bei uns zu agieren. Die sind jeden Montag dabei. Hier sind sie gerade mit Niki vom Triebwerk Einmessen der neuen Agroforstanlage.
Und darüber hinaus schaffen wir, denke ich, eine ganze Menge Menschen einen ganz attraktiven Arbeitsort. Das zum Eichhof. Und da meine ich, sind wir auch schon mit dem ersten Teil durch. Und ich bin gespannt, was bis hierhin für Fragen aufgekommen sind. Bitte. Wir sind noch nicht fertig. Eine Frage nur ganz direkt. Hast du auf deinem Hof bemerkt, vielleicht an den Umsatzzahlen die Krisen? Also inwieweit sind die Leute bereit, für die Produkte zu zahlen, auch wenn es alles teurer wird und so weiter und so fort? Jetzt aktuell meinst du? Ja. 17% Umsatzeinbußen im Vergleich zum Corona-Vorjahr. Das ist gerade Phase. Schock nicht. Ist das schlimm? Also ja. Ist das sehr, sehr schlimm? Ja, das ist katastrophal, kann man schon sagen. Also wir hatten ja jetzt im Jahr 2021 dieses wahnsinnige Corona-Jahr mit Lockdown und hast du nicht gesehen. Da waren wir natürlich voll in Gange. Wir hatten ein Liefersystem, ein etabliertes, wo wir den Menschen nach Hause Nahrungsmittel bringen konnten. Das war der Hit. Wir hatten einen Hofladen, wo sie ganz in Ruhe alleine einkaufen konnten. Das ist auch durch die Decke gegangen. Also durch Corona hat unser Betrieb auf jeden Fall sehr profitiert. Das kann man sagen. Und danach kommen wahnsinnige Kosten, speziell im Ökosektor, weil viel von den Öko-Futtermitteln, und das betrifft auch uns, wie gesagt, ich will was dran ändern, aber aktuell ist es eben noch so, dass ich mein Kraftfutter unter anderem aus der Ukraine bekommen habe, beziehungsweise der ukrainische Markt, den Markt, wo ich mein Kraftfutter herbekommen habe, beeinflusst. Dementsprechend habe ich dahingehend sehr viel höhere Kosten und, wie du schon sagtest, die Menschen kaufen sich weniger gern die teuren Öko-Lebensmittel, in denen wir auf jeden Fall verortet sind. Und das hat jetzt dazu geführt, dass wir, wie gesagt, im letzten Jahresabschluss die 17% Umsatzeinbußen im Vergleich zum Vorjahr gehabt haben, was schon nicht cool ist. Ja. Oh, ich bin optimistisch. Auf jeden Fall. Bitte. Das ist jetzt mal eine relativ, ich sag mal, aggressive Frage vielleicht. Also nicht persönlich nehmen. Mhm. Aber wenn es jetzt um Nachhaltigkeit geht und darum, die Ökosysteme am Laufen zu halten, Wasser zu sparen, den Boden aufzuwerten, wäre es dann nicht eigentlich sinnvoller, da einfach Ackerbau zu betreiben und eine höhere Ressourceneffizienz durch menschlichen Verzehr der Lebensmittel zu ermöglichen? Oder sagst du, dein Boden gibt es nicht her genügend, keine Ahnung, Proteinanteil im Getreide und so zu ernten, dass man es halt für die Menschen nutzen kann? Du meinst Milchvieh weg? Milchvieh weg und Menschen essen drauf. Ja, ich muss ja gerade mal ganz kurz meinen Laptop anschließen. Ja. Keine Steckdose. Wo ist sie? Da. Sonst ist er gleich weg. Ja, beschäftige mich sehr viel mit. Durchaus. Du hast gesehen, dass wir einen kleinen Betriebszweig aufbauen, der sich mit Gemüse auseinandersetzt. Das ist mir auf jeden Fall eine sehr große Herzensangelegenheit, den Betrieb umzubauen in Richtung weniger tierische Konsum, mehr pflanzlichen Konsum. Das ist eins der Hauptziele an meiner Arbeit, auf jeden Fall. Aber ich bin nun mal auf einem Betrieb, der sich seit 1898 mit Milchvieh beschäftigt. Da ist jedes kleinste Detail darauf ausgelegt, möglichst effizient Milch zu produzieren. Außerdem sind Kredite am Laufen, nicht zu knapp, um das weiterzuentwickeln und ein Stück weit umzubauen. Da muss also auf der anderen Seite Kohle reinkommen. Jetzt haben wir eine Meierei gebaut, 2006, die darauf aus ist, Milch zu veredeln, dann zu verkaufen. Also der komplette Komplex Eichhof hat im Herzen diese Milchvieh-Einheit. Die schafft man nicht mal eben so ab.
Und wenn, dann wird es dem Betrieb mit Sicherheit das Genick brechen. Wenn man das im Normal, also wenn jetzt jemand daherkommt und sagt, hey, ich gebe dir 3 Millionen Euro, schaff bloß die Kühe ab und mach was Geiles hier, dann wäre das eine andere Nummer. Aber im jetzigen Kontext ist es auf jeden Fall nicht das Ziel, möglichst schnell davon wegzukommen, sondern zu sehen, wie schaffen wir es, mit dieser Basis möglichst sinnvoll ein in sich funktionierendes System zu schaffen. Und ich bin nicht davon überzeugt, dass wir jetzt alle 100% bio-vegan leben müssen. Ich glaube schon, dass wir Nutztiere sehr sinnvoll in unsere Ökosysteme integrieren können, um sie noch effizienter und produktiver zu machen. Und ich bin hochgradigst daran interessiert, das Thema Tierwohl auf eine ganz andere Ebene zu heben. Ich komme gleich noch mal ein bisschen drauf zurück, aber wenn Tierwohl, das ist eine meiner intrinsischen Motivationen, dann nur mit allerhöchstem Standard. Finde ich gut, den Ansatz. Gut. Ich würde jetzt noch ein paar Fragen aus dem Chat stellen. Mhm. Machen wir so, wieder 2 aus dem Chat und dann wieder was aus dem Publikum. Es war noch eine Anmerkung hier. Es existiert auch ein gemeinsamer Vorschlag von der ABL und dem DVL für ein gemeinwohlorientiertes Punktesystem für die GAP. Dies als ergänzender Hinweis. Mhm. Großartig. Gute Neuigkeiten. Ja. Und dann die erste Starte. Wie startet man als Landwirt am besten eine Direktvermarktung? Wie bekommt man die ersten Stammkunden? Wäre praktischer, wenn meine Eltern jetzt hier wären, um das zu erzählen. Die haben das damals auf jeden Fall maßgeblich gemacht. Reden. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall so ein Ding. Man muss raus, mit den Menschen in Kontakt kommen. Und bei uns war das ja jetzt so, dass wir die Milch bis an die Haustür geliefert haben. Das war ganz einfach. Dann haben wir da mal einen Zettel mit reingeschmissen oder an der Tür geklingelt und haben gesagt, hey, hier hast du einen Liter Milch, hier hast du einen Joghurt. Wenn es dir gefällt, rufst du an. So fing das an. Und so kam dann mit Mund-zu-Mund-Propaganda und ja, den Autos, die bei uns markant sind. Also jeder kennt so ein richtiges Landmilchauto, wenn man aus Kiel kommt, weil das irgendwo irgendwann mal schon mal rumgefahren ist und man das gesehen hat. Das ist auf jeden Fall so ein Ding. Es ist sehr viel Arbeit. Das habe ich auf jeden Fall erfahren, auch als Kind, als meine Eltern dann damit angefangen haben. Das war merklich, dass die weniger für uns da waren. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich mir da wirklich Gedanken drüber mache, wie man so ein Ding aufbaut. Ich glaube, wenn man leidenschaftlich von dem überzeugt ist, was man tut und das auch so vermitteln kann, dann findet man schnell Menschen, die daran interessiert sind, das zu unterstützen. Ich glaube, das ist ein Schlüsselobjekt auf jeden Fall in der ganzen Geschichte. Okay, cool. Dann würde ich die Frage, das war jetzt zwar eine weitere, aber die passt dann noch zu. Inwiefern finanziert die Direktvermarktung den Agroforst? Zu Anfangs zu 80%. Wir haben das erste System eigentlich ziemlich aus eigener Tasche bezahlt. Ich hatte 2 Stiftungen mit im Boot, die VRD-Stiftung für erneuerbare Energien, die uns die Planung und Beratung finanziert haben von einem Agroforstplaner, Burkhard Kaiser, und die Alfred-Töpfer-Stiftung, die einen Teil der Pflanzkosten übernommen hat. Ich komme da auf jeden Fall gleich nochmal zu, wie das ein bisschen genauer aussah, aber den Rest von etwa 12.000 haben wir letztendlich von dem Betrieb da reingesteckt an monetären Aufwendungen und dann natürlich einen Haufen Arbeit. Dass wir eine etablierte Milchviehhaltung haben, die es ermöglicht, einen Festangestellten zu tragen und einen Haufen PraktikantInnen auszubilden und Auszubildende mitzunehmen,
ist da natürlich vorteilhaft. Und nicht zu unterschätzen sind die Arbeitserledigungskosten zur Pflanzung der ganzen Geschichte. Da ist es natürlich hochinteressant, so ein Netzwerk zu haben, wie wir es haben mit 1300 Endkunden, die uns kennen, wo wir einen Flyer mit auf die Tour gehen müssen. Übernächste Woche pflanzen wir, kommt ran. Das ist sehr praktisch, wenn dann 100 Leute auf der Matte stehen. Und ein Punkt ist mir jetzt entfallen. Kommt irgendwann wieder. Aber ja, also so eine Direktvermarktung zu haben und auf der Basis ein Agroforce-System aufzubauen, ist mit Sicherheit sehr viel einfacher, als wenn man diese Grundlage nicht hat. Dann noch eine Frage hier. Kannst du einen Hof nennen oder empfehlen, der Bäume oder Hecken mit Kartoffelanbau kombiniert? Besonders Feldfrüchte, für die tief geackert wird, stelle ich mir herausfordernd für Agroforstkulturen, für Agroforststrukturen vor. Nö, macht erstmal keinen Unterschied in meinen Augen. Es gibt ein entscheidendes Detail, was viele Menschen, die sich Agroforstsysteme vorstellen, nicht im Kopf haben. Das ist der sogenannte Wurzelschnitt. Wenn man eine Baumreihe auf einem Feld gepflanzt hat, dann sollte man tunlichst alle 2 Jahre dort mit einer Maschine entlangfahren, die die Wurzeln der Bäume vertikal bis in eine Tiefe von mindestens 30, 40 Zentimetern abschneidet. Ich glaube nicht, dass ich mit meinem Boden da sehr viel tiefer komme, aber ich habe auch schon von Eike Tschoche gehört, der ist bei seinem Meter Löster auf 90 Zentimeter tief am Wurzelschnitt machen. Das verhindert die Konkurrenzwirkung von Bäumen zur landwirtschaftlichen Kultur. Und wenn man das regelmäßig macht, dann kann man auch sehr gut Kartoffeln im Agroforstsystem anbauen. Ich weiß jetzt nur von Benedikt Bösel, der da in einem seine Agroforstsysteme mal so einen Versuch gestartet hat, aber können auf jeden Fall andere Leute mehr drüber reden als ich. Wir haben bei uns sehr steinigen Endmoränenboden mit sandigem Lehm. Der ist für Kartoffeln maximal im Gemüsegarten geeignet. Da habe ich keine Erfahrung. Hallo. Achso, funktioniert. Meine Frage ist eher bezogen auf Direktvermarktung an sich und weniger auf Agroforst, aber da kennst du dich ja auch mit aus. Habe ich so rausgehört. Und zwar habe ich so das Gefühl, dass in den letzten Jahren echt ein Hype um Direktvermarktung entstanden ist und dadurch viele auch angefangen haben. Würdest du sagen, dass irgendwann eine gewisse Sättigung im Markt ist, also dass auch einfach mal irgendwann es nicht mal so attraktiv ist, eigentlich mal Direktvermarktung zu betreiben, weil ich meine, wir als Landwirtschaft wirtschaften ja alle als Nachbarn nebenher und können alle normal vermarkten. Also wir sind ja keine Konkurrenz, bis auf den Bodenmarkt vielleicht. Aber bei der Direktvermarktung ist es ja komplett anderes System. Ja. Ich glaube, also da kommen wir auch schnell wieder in die Versuchung, so Utopien zu denken. 100% Direktvermarktung, wie sähe das aus? Es gäbe keinen Supermarkt mehr. Das wäre schon mal krass. Jeder eigene Hof hätte einen eigenen Hofladen und dann wäre die Frage, macht es nicht Sinn, dass sich 4 Höfe zusammenschließen und dann irgendwie einen zentralen Hofladen machen? Aber da kommen wir auch schon wieder weg von der... Also 100% Direktvermarktung, ich weiß es nicht. Und dann sind wir ja jetzt gerade auch noch in einem ganz krassen Import-Export-System gefangen, in Anführungsstrichen. Also was soll mein 800 Hektar Ackerbauer nebenan direkt vermarkten? So, da braucht es dann irgendwie in der jetzigen Entwicklung diese Instrumente von einer zentralen Mühle oder irgendwie einer Logistikgeschichte. Auf jeden Fall würde der Betrieb bei 100% Direktvermarktung entweder gar nicht oder nicht mehr so existieren. Ich finde es eigentlich ganz attraktiv,
diese Utopie zu sich vorzustellen, dass alle Menschen in einem gewissen, in einer gewissen Lokalität sich von dem ernähren, was da produziert wird. Finde ich charmant. Früher auch funktioniert. Ist immer so leicht dahergesagt, hat früher auch funktioniert. Aber es wäre auf jeden Fall sehr viel nachhaltiger als das, was wir jetzt gerade tun. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Was es nicht gäbe, wäre ja das, was viele von uns hier und da kennen und lieben gelernt haben, was wir dann nicht mehr könnten oder hätten konsumieren können. Ist die Frage, ob es Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen hätte, weil wir nicht mehr dazu in der Lage sind, die, was auch immer, wichtigen Nährstoffe aus einer Ingwerknolle oder so, also klar, Ingwer kann man auch hier anbauen, aber versteht ihr, was ich meine? So, es ist ein spannender Gedanke, ob es eine Übersättigung gäbe mit Sicherheit in dem System, in dem wir uns jetzt befinden, aber durchaus, doch. Also die Frage war, ob ich mich freuen würde, wenn direkt neben mir ein weiterer Direktvermarkter sich etabliert. Für den Menschen würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ich würde mir Gedanken machen, wie man irgendwie kooperieren könnte, weil Kooperation macht schon auch Sinn. Also es ist glaube ich, nicht das Ziel, dass jetzt jeder alles alleine macht. Das wäre Quatsch. Genau, aber sehr viel besser als für einen großen Weltmarkt zu produzieren. Definitiv. Würdest du sagen, dass man Direktvermarktung jetzt nicht als Agroforst genannt wird, auch weil es ja quasi wie auch. Hallo? Jetzt. würdest du sagen, dass man die Direktvermarktung in so Nischenbetrieben wie Agroforst nicht auch irgendwie als Sprungbrett in den Markt quasi betrachten könnte, weil du ja bestimmt höhere Profite, sag ich mal, einfahren kannst, also mehr einen höheren Preis durch die persönliche Kundenbindung einfordern kannst und damit dann halt erst Projekte finanzieren kannst, wo alle anderen sagen, ja, das kann ich nicht finanzieren, der Markt gibt das Geld nicht her. Ist das dann nicht so quasi, dass man so klein anfängt und dann Step by Step größer und effizienter wird und dann halt irgendwann vielleicht zu normalen Marktpreisen herstellen kann? Also du fragst, was jetzt sinnvoller wäre, ob zuerst die Agroforstwirtschaft zu etablieren oder zuerst die Direktvermarktung zu etablieren? Habe ich das richtig verstanden? Nee, die Frage ist, ob du die Direktvermarktung jetzt in deinem Betrieb zum Beispiel direkt dafür verantwortlich siehst, dass die Agroforstwirtschaft funktioniert, dass quasi das Geld dafür da ist. Anstatt einfach nur auf dem Weltmarkt zu verkaufen. Also ich bin mir sicher, dass die Agroforstsysteme so wie sie sind, wohl nicht umzusetzen gewesen wären, ohne Direktvermarktung. Ich bin mir sicher, dass ich auch ohne Direktvermarktung Agroforstsysteme hätte. Genau, also ich glaube nicht, dass die Grundbedingung, ein Agroforstsystem zu etablieren, ist, dass man direkt vermarktend ist. Das glaube ich nicht. Nein, ganz im Gegenteil. Nö, das macht in jedem Fall Sinn, ein Agroforstsystem anzulegen. Davon bin ich überzeugt. Ja. Macht die Sache natürlich signifikant einfacher, wenn man direkt vermarktend ist. Da sind wir uns einig. Da oben ist noch. Sonst. Rede und ich wiederhole die Frage. Ja, deswegen muss man das alle 2 Jahre machen. Also geht dann ein Stück weit in die Richtung. Also die Frage war, ob der Wurzelschnitt denn nicht Fäulnis und Pilze begünstigt, die dann vermutlich auch die Bäume kaputt machen können, richtig? Genau, deswegen in einem regelmäßigen Abstand von, wie gesagt, ungefähr 2 Jahren. Damit die Wurzeln, die man abschneidet, nicht zu groß werden und damit die Wunden von den Bäumen nicht zu klaffend sind und sich wieder verschließen können. Genau. Wollen wir es wieder so machen?
Noch haben wir das Ding nicht. Es geht um die Pyrolyseanlage. Wie nutze ich die Energie und wie skalierbar ist die ganze Geschichte? Hochgradig skalierbar. Es gibt schon Maschinen, die das professionell machen, wo man also auf der einen Seite Hacknetze reinfüllt und dann zieht sich eine Schnecke das da rein, verkohlt das und man kriegt auf der einen Seite Wärme und auf der anderen Seite die Pflanzenkohle daraus. Und dann gibt es noch sogenannte Blockheizkraftwerke, die also ein Drittel des Gases oder der Energie, die da freisetzt, in elektrische Energie umwandeln, was ich auch richtig charmant finde. Und wie gesagt, da gibt es bereits Anlagen und AnlagenherstellerInnen, die da ja so groß, wie du es dir vorstellen kannst, da Systeme entwickeln. Ist dann kommt die Frage, wie skalierbar ist die ganze Geschichte? Das ist ja dann eher die Limitierung der Biomasse, die wir haben. Und das wird auf jeden Fall ein Ding kommen, Ding sein, was kommen wird. Wir werden für die regenerativen Energien, die wir haben wollen, zu wenig Biomasse haben, um sie zu füttern. Wenn jetzt alle Leute sich eine Hackschnitzelheizanlage hinbauen, dann haben wir zu wenig Knicks, um die da reinzustecken, um das Ding anzuheizen. Und das wäre ja wieder Wasser auf unsere Mühlen, würde ich sagen. Also Agroforce-Systeme könnten dem ja auch wieder Abhilfe verschaffen. Ich habe vorhin über Sonne effizient nutzen geredet. Da komme ich nochmal drauf zurück. Das ist auf jeden Fall ein limitierender Faktor. Bitte. Definitiv. Sowohl als auch. Also jedes Objekt, was in diesem großen Ganzen irgendwie reingefügt wird, möchte ich aus intrinsischer Motivation komplett ausnutzen, was das ganze Potenzial anbelangt. Und da ist eben bei dieser Pflanzenkohle dieser großartige Beisatz in Anführungsstrichen der Pflanzenkohle selber, die man dann für alle möglichen Sachen verwenden kann. Also du sagtest Terra Preta. Großartig. Dann haben wir bei Baumpflanzungen selber schon Pflanzenkohle mit reingetan, damit direkt da bei dem Baum irgendwie ein Start ist, der den Baum gut unterstützt. Es gibt aber auch schon Startups, die aus diesen Pflanzenkohlen ganz merkwürdige Dinge bauen, wie zum Beispiel ein Saatgutcoating. Da wird also die Pflanzenkohle fein gemahlen und dann mit irgendwelchen Verbindungen um das Samenkorn gelegt und wird mit ausgesät. Dann hat auch das Samenkorn da irgendwie direkt und dann kann man da irgendwelche Materialien herstellen. Ich habe mal so einen kleinen Vortrag von den Menschen gehört, was man alles mit Pflanzenkohle anstellen kann, was auch sehr nachhaltige Nutzungsmöglichkeiten sind, abgesehen von der Terra Preta. Also großartiger Wertstoff, den man auf jeden Fall nutzen kann. Okay, gibt es weitere Fragen? Entschuldigung. Ja, es gibt noch insgesamt 5 Fragen, aber ich würde jetzt 2 noch jetzt stellen oder wollen wir direkt weitermachen? Wir können noch 2 jetzt stellen. Machen wir doch, 2 jetzt, doch, weil ich habe wir sind gut in der Zeit. Passend thematisch vielleicht auch später oder sie werden beantwortet. Was bräuchtest du für Strukturen, um komplexere Stoffkreisläufe aufzubauen, die du skizziert hast? Wer könnte die fördern? Nochmal. Ich habe den Anfang nicht verstanden. Was bräuchtest du für Strukturen, um komplexere Stoffkreisläufe aufzubauen, die du skizziert hattest? Und wer könnte die fördern? Also auf jeden Fall ist das Thema Arbeit nicht zu vernachlässigen. Also wir werden in dem System, wie ich es mir vorstelle, nicht mehr, weiß ich, einen halben AK auf 100 Hektar haben können, wie das aktuell so ist. Das war der Vortrag von dem Biolandwirt mit 2000 Hektar in Mecklenburg-Vorpommern, der hat 0,49 AK pro 100 Hektar. Ich habe auch 4 AK, aber nur 100 Hektar. Das wird auf jeden Fall essentiell, werden mehr Menschen brauchen, die wieder in der Landwirtschaft arbeiten, wenn man das skalieren möchte.
wer könnte das fördern? Ja, also bis jetzt habe ich zusammengearbeitet mit Umweltstiftungen. Ich habe zusammengearbeitet mit Menschen, die sehr für die Sache brennen, die ich ihnen erzählt habe. Also Leute, die ähnlich begeisterungswert sind wie ich und sich der Sache angeschlossen haben, ohne dass ich ihnen dafür Geld gebe. Finde ich großartig. Ich habe mit Universitäten zusammengearbeitet, die das Ganze bilanzieren und irgendwie erforschen, sodass es für die Nachwelt auch noch einfacher greifbar ist. Und ich habe auch mittlerweile mit der, wie heißt denn das? Wir haben eine Unternehmenskooperation mit der GVG Glasfaser aus Kiel eingegangen oder sind eingegangen. Das ist ein Unternehmen, wie gesagt, das irgendwie sich für den Glasfaserausbau einsetzt und in den letzten Jahren einen wahnsinnigen Wachstumsschub gemacht hat und dann aus Intrinsik irgendwie ein Stück weit was am Finanzamt vorbeibringen wollte, was ja auch durchaus legitim ist. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ging über die Geschichte Deutschland forstet auf. Das ist eine gemeinnützige Unternehmergesellschaft, die gesagt haben, wir suchen Unternehmen, die gezielt in nachhaltige Projekte investieren wollen. Nicht investieren, sondern eher funden wollen. Und dann haben wir zum einen ein Unternehmen, was damit werben kann und ein anderes Unternehmen, was ein finanziertes Projekt hat. Win-win, kann man sagen. Da klingelten natürlich bei mir gleich die Alarmglocken in Richtung Greenwashing. Und das Thema haben wir sofern adressiert, dass ein komplexer Vertrag aufgestellt wurde, in dem neben der Finanzierung unseres Agroforst-Systems die Möglichkeit geschaffen wurde, dass ich zweimal im Jahr einen Vortrag zum Thema nachhaltige Entwicklung vor der kompletten Belegschaft der Firma gemacht habe. Das waren 70 Leute beim ersten und 83 beim zweiten Vortrag. Das fand ich geil. Wir haben zwei Führungen in dem Jahr angeboten, wo also auch die komplette Belegschaft während der Arbeitszeit zu uns kommen durfte, um sich die ganzen Geschichten anzuschauen. Wir haben zwei Hands-on-Termine gemacht, wo auch die komplette Belegschaft eingeladen war, muss man dazu sagen, während der Arbeitszeit bei mir zu arbeiten. War ja auch gut. Und dann gab es da noch so Gadgets, dass die einen Gutschein für den Hofladen bekommen haben und ich glaube, so eine Osteraktion gab es noch. Ein Social-Media-Auftrag wurde da auch vertraglich festgehalten, dass wir also jeweils zwei Posts von unserer Seite und jeweils zwei Posts von deren Seite irgendwie machen haben müssen. Und insofern, wenn Unternehmenskooperationen in diese Richtung aussehen, finde ich, hat das nichts mehr mit Greenwashing zu tun, sondern ist ein großartiger Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung und halte es dementsprechend für legitim, das auch umzusetzen. Genau, aber also irgendwelche random Baumpflanzungen für Kohlenstoffsequestrierung in Uganda, wo der Baum 3 Wochen lebt und dann auch wieder abkackt, da halte ich gar nichts von. Finde ich richtig uncool. Hatten wir ja gerade in der Presse, dass da Unternehmen ein bisschen verloren haben. Schön, dass das rausgekommen ist. Das vielleicht zu der Frage. Ja. Okay. Dann noch hier die zweite Frage. Ist die Zeit, die der Kindergarten dazukommt, vom Kindergarten finanziert, vom Hof oder gleichermaßen? Die der Kindergarten zu den landwirtschaftlichen Veranstaltungen kommt? Also der Kindergarten, der lebt quasi auf dem Betrieb. Der hat seine Zeit bei uns und jeden Tag entscheiden die wieder, random, wo sie hingehen und was sie für Faxen machen. Wir sind gerade dabei, eine Organisation zu schaffen, dass wir so Arbeitsabläufe ein bisschen besser planen können und dann auch den Kindergarten besser instruieren können, wann wir welche Sachen machen, sodass die sich auch dann gezielt irgendwie dazustellen können, um sich das anzugucken. Vielleicht. Soll nochmal nachfragen, wenn die Frage jetzt nicht bis ins Detail beantwortet wurde.
Ja. Ich würde sagen, wir machen wir mit dem Vortrag weiter. Damit das nicht ausartet hier und die PraktikerInnen auch noch auf ihre Kosten kommen. Alright. Gucken wir uns an, was wir da gemacht haben. Das sind 30 Hektar Weide arrondiert um unsere Stallfläche herum. Die sieht man da im Ansatz. Wir haben jetzt auf 6 Hektar ungefähr, also das ist dieser Bereich, bummelig, die ersten silvopastoralen Systeme entwickelt. Das ist noch ein System, was ich zu Uni-Zeiten geplant habe mit einer Freundin zusammen, was wir dann mit Burkhard Kaiser nochmal übergangen sind, wo wir 3 verschiedene Agroforst-Elemente in die Wege geleitet haben. Das ist einmal hier diese Streuobstwiese oder Streuobstweide, wie ich sie gerne nenne, in einem Ally-Cropping-System. Man sieht sie baumrein. Dann haben wir die sogenannte Futterlaubhecke, die hat hier ihren Ursprung, geht entlang der Weidetriebwege bis hier hinten hin und hier macht sie nochmal das T. Und dann haben wir hier einen Versuch zum Thema Esskastanie, auch ein Ella-Cropping-System, aber mit dem interessanten Anhang, dass wir da auch nach Keyline gepflanzt haben. Also dieses Schlüssellinien-Wassermanagement können wir hier durchführen, ohne dass wir da einen Baum umfahren müssen, obwohl wir trotzdem noch die parallelen Strukturen haben, die wir für unseren Güllewagen zum Beispiel brauchen. Also das ist das System. Wir haben hier die rot schraffierten Flächen drainiert. Also da liegen Rohre im Boden, die das Wasser raussaugen und diese Bewirtschaftung möglich machen mit der Weidehaltung. Auch ein komplexes Thema, können wir uns gerne drüber unterhalten. Mir war es wichtig, dass wir da keinen Baum drauf pflanzen, damit diese Drainage eben nicht kaputt geht oder die Wurzeln von dem Baum da reingehen und dadurch die Drainage obsolet ist. Genau, wir gehen die Sachen einzeln durch. Streuobstweide, wie gesagt, ein Ally-Cropping-System direkt am Stall. Der ist in diesem Bild hier oben. Hier laufen die Tiere raus auf die Weide, haben dann da die Anbindung zu dem Rest, laufen erstmal also hier durch. Was wir hier unten sehen, ist unsere Kälberaufzucht, die wir mittlerweile seit 1,5 Jahren muttergebunden machen. Bin ich sehr stolz drauf und da kommen wir zurück zu diesem Punkt Ästhetik, den ich vorhin schon mal angesprochen hatte. Ich bin groß daran interessiert, der Gesellschaft zu zeigen, dass eine solch attraktive Landwirtschaft, wie wir sie hier sehen, möglich ist. Das ist eine ganz große Motivation von mir. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das System in 5-6 Jahren ein bisschen größer ist, hier die Obstblüte in Gange ist, darunter die Kälber mit ihren Müttern am Grasen und am Tollen sind, das sind diese Bilder, die ich mir vorstelle. Und das lässt sich nicht nur gut verkaufen, das ist auch dann ein großartiger Arbeitsplatz, wenn man da was zu tun hat. Es soll außerdem als sozialer Treffpunkt dienen, wenn wir also in Baumschnittkursen oder Ernteaktionen da irgendwie unsere KundInnen mit einladen und ins Gespräch kommen, dann hat das auf jeden Fall seinen Zweck erfüllt. Ich und wir waren hier auf jeden Fall sehr daran interessiert, einen Tierwohlaspekt zu schaffen, also sich einen Juckreiz zu entledigen und sich im Schatten auszuruhen, ist hier auf jeden Fall von essentieller Bedeutung für die Tiere, gerade wenn wir in einem sich wandelnden Klima befinden, uns. Und das Thema Biodiversität und Biotopvernetzung, ich nehme es gleich nochmal bei dem Futterlaubsystem auf. Wie gesagt, Ally-Cropping-System, es war mir ganz wichtig, dass wir weiterhin effizient mit unseren großen Maschinen arbeiten können. Hier sieht man gerade den Güllewagen, das ist so das Maß aller Dinge. Der hat eine Arbeitsbreite von 15 Metern. Hier haben wir einen Reihenabstand von 17 Metern genommen. Auf dem Acker ist das nochmal ein bisschen größer. Aber hier, wie gesagt, links und rechts noch ein Meter Spiel, damit man auch nichts kaputt fährt. Aber weiterhin diese effiziente Technik nutzen kann. Darüber hinaus ist besser Wassermanagement auch wieder durch Schatten und die Windreduktion. Ich glaube, da muss ich nicht mehr drauf eingehen. Und was wir nicht zuletzt schaffen, ist ein diverseres Angebot für unsere KundInnen von hofeigenen Produkten durch zum Beispiel die Äpfel oder alle anderen möglichen Sachen, die dann noch in Agroforst-System wachsen.
Was ich in diesem System auf jeden Fall erfahren durfte, war, dass es nicht sinnvoll ist, die Baumscheibe des Baumes nicht freizuhalten. Das war auf jeden Fall die Idee, sich das schön einfach zu machen. Wir haben ja die Rinder da am Grasen. Das Gras wird immer schön kurz gehalten. So eine dolle Konkurrenz kann das ja nicht sein. Leider gefehlt. Jetzt haben wir die Geschichte, macht es von Anfang an. Es erspart euch sehr viel Arbeit, wenn man das nicht hinterher machen muss. Genau. Wir haben die großartige Ausgangssituation, auf große Maschinen zurückzugreifen, durch die etablierte Milchviehwirtschaft. Das ist ein Punkt, der uns da auf jeden Fall sehr viel Arbeit erspart hat. Das Zweite, was wir gelernt haben, ist den Baumschutz hoch genug anbringen. Wir melken die Rasse Holstein Friesian, die mit Abstand größte Rinderrasse, die es gibt. 2,10 Meter reichen nicht. Die Futterlaubhecke. Da haben wir das Thema Biotopvernetzung, finde ich, ganz anschaulich rübergebracht. Hier ist ein Knick, der bereits etabliert ist. Da ist ein Knick, der etabliert ist. Hier wird die Streuobstwiese so ein bisschen in die Mitte gebracht, damit das da in diese Strukturen mit rankommt. Und die Futterlaubhecke, die vernetzt hier diese ganze Geschichte, um diese große offene Landschaft zu durchbrechen und Kleinsttieren und kleinen Lebewesen eine Möglichkeit zu geben, sich im Schutze der Gehölze zu bewegen. Das ist auf jeden Fall das. Gewässerschutz, ich hatte es vorhin angesprochen, hier haben wir in erster Linie das, was ich so interessant finde, nämlich, dass die Nährstoffe, die zu viel im Boden sind, gerade hier auf unserem Weidetriebweg, wo die Tiere sich vermehrt aufhalten, dass die von den Bäumen in den tieferen Bodenschichten wieder aus dem Wasser rausgezogen werden, über das Laub unserem System zugeführt werden, anstatt ins Grundwasser zu gehen und dort unsere Gewässer und letztendlich auch Ozeane irgendwann zu verschmutzen mit Nitrat und Phosphor und was auch immer noch dazu kommt. Das Thema Baumschutz ist auch hier ein ganz entscheidendes gewesen. Mal kurz weitergehen. Da haben wir verschiedene Tiere adressiert. Zum einen sind es die Wühlmäuse, die wir hier mit den Ansitzstangen unterbinden wollen. Wir haben jetzt nicht jeden der 1300 Gehölze einzeln in ein Metallgitter eingebaut. Das war uns zu aufwendig. Deswegen, wie gesagt, diese Ansitzstangen. Darüber hinaus haben wir so Steinhaufen für das Wiesel angelegt, um eben diese Prädatoren ein bisschen zu unterstützen. Hasendraht, das sind diese Metallzylinder, die wir hier um die Bäumchen herum gemacht haben. Da muss man auch aufpassen. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Dann haben wir den Elektrozaun gegen das Rehwild und letztendlich unsere Rinder. Das Ding ist teurer als die... habe ich nicht im Kopf gehabt. Das Ding, also der Baumschutz, wir haben hier diese Tabelle, der den Zaun so ein bisschen aufzeigt, ist doppelt so teuer wie die Gehölze selber gewesen in diesem System. Also, und ich bin froh, dass das so ist, weil man möchte das nicht zweimal machen, wenn die Bäume erstmal einmal kaputt sind, weil der Baumschutz nicht adäquat war, dann ja, macht es nicht so viel Spaß, das nochmal zu tun. Deswegen von Anfang an lieber ein kleines bisschen mehr in den Baumschutz investieren. Das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, sinnvoll. Das Zweite ist die Konkurrenz zu Pflanzen, die wir in diesem System mitdenken müssen. Man sieht hier, wie aufwendig das sein kann. Und wenn ich dazu sage, dass wir das hier in dem ersten Jahr viermal gemacht haben, in einer Vegetationsperiode, auf 650 laufenden Metern Futterlaubhecke, dann, ja, das bringt keinen Spaß. Ich bin mir sicher,
dass wir das Pflanzschema, wenn wir nochmal ein ähnliches System umsetzen wollen, verändern werden. Hinzu finde ich gerade ganz interessant, diese syntropischen Systeme, die entstehen, nicht nur aufgrund dem, was sie noch so alles können, sondern das Pflanzschema ist darauf aus, möglichst wenig Arbeit letztendlich mit der Beikrautkontrolle zu tun zu haben. Beziehungsweise die Beikrautkontrolle ist dann ja keine mehr im solchen, sondern eher eine Biomasse fördernde Geschichte. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, das ist auch nicht mein Fachgebiet, aber eine solche Pflanzung, wie wir sie hier gemacht haben, macht aufgrund von Erledigungsaufwand keinen Sinn. Was es noch einfacher gemacht hätte, wäre, wenn wir hier nicht diese Doppelreihe von einem Meter genommen hätten, sondern alle Bäume in die Mitte getan hätten und dann sie gepflegt hätten, dass der eine Baum in die linke Richtung wächst, der andere Baum in die rechte Richtung wächst, so dass man aber dieses Hacken der Kultur irgendwie mechanisieren kann. Das wäre auf jeden Fall ein großer Vorteil gewesen. Ein zweiter Vorteil ist dieser hier, die Geschichte mit einer Unterkultur zu machen. Das ist ja auch ein Prinzip dieser syntropischen Landwirtschaft, dass da nicht nur eine Mischkultur von Gehölzen und einer Gemüseart stehen, sondern irgendwie ganz viele verschiedene. Ich will nicht ausschweifen in diese Richtung. Es interessiert mich gerade richtig doll und ich habe auch Bock, ein System, syntropischen Agroforstsystem anzulegen. Aber ich fühle mich noch nicht bewandert genug, hier jetzt da groß drauf einzugehen. Deswegen bleibe ich bei dem, was ich erzählen kann. Es ist sehr viel interessanter, hier dem Gemüse beim Wachsen zuzusehen, als sich mit dem Hacken die Zeit zu vertreiben, zumal man dieses Gemüse auch wieder verkaufen kann und dann einen sehr schnellen Kapitalrückfluss durch ein Agroforstsystem hat, was ja sonst bekanntlich nicht der Fall ist oder schwieriger. Stangensellerie funktioniert gut. Kürbis funktioniert besser, noch besser, muss man sagen. Also Kürbis ist großartig, was das anbelangt. Wir hatten eine Aktion zum Pflanzen, wo wir den Kürbis hier reingesteckt haben, eine 10 cm Mulchschicht aus unseren betriebseigenen Materialien und dann war das gelaufen, das Thema. Wir haben das System, wo der Kürbis gestanden hat, nicht mehr angefasst, bis wir den Kürbis ernten mussten. Und zum Schluss sah das aus, als hätte da quasi nichts anderes gewachsen, außer der Kürbis, als der letztendlich abgefroren war. Das war eine großartige Geschichte. Da kann man sich auf jeden Fall einiges an Arbeit sparen. Was wir hier auch in diesem System gelernt haben, ist, dass jeder Baumschutz auf das zu pflanzende Medium ausgerichtet sein soll. Wenn man hier Bäume in diesem Stadium mit einer Drahtröhre ummantelt, dann fangen die an, durch diese Drahtröhre durchzuwachsen. Da wird man dann auch Arbeit von haben und das möchte man nicht. Es wäre praktischer gewesen, wenn wir hier diesen Baumschutz gehabt hätten. Ein sehr viel feineres Material, Plastik, das war das Ding, warum ich das beim ersten nicht gemacht habe. Ich habe einfach eine sehr negative Assoziation mit Plastik. Nichtsdestotrotz, es wäre sehr viel praktischer gewesen, wenn wir hier diese Baumschütze genutzt hätten. Diese Baumschütze eignen sich hervorragend für bereits größere Gehölze, wie da zum Beispiel einen veredelten Apfelbaum. So sieht das Ding vor dem Laubfall aus. Das sind jetzt also 2,5 Jahre alte Gehölze. Die haben in unserem System auf jeden Fall, glaube ich, einen ganz guten Standort. Es war schon ein Forstwirt bei mir, als wir das Ding gerade gepflanzt haben und er sagte, wann willst du denn das ernten? So, ja, so 5 Jahre, glaube ich, würde ich mir auf jeden Fall mal Gedanken machen, wie ich das irgendwie ein bisschen einkürze und da die ersten Laubgeschichten runterhole. Er sagte, das kannst du dir abschminken. Und ich stelle jetzt fest, dass er in seiner Forstwirtschaft einen anderen Kontext von Bäumen gesehen hat, nämlich dass wenn ein Baum im Wald anfängt loszuwachsen, dann ist das was anderes, als wenn er auf einer Weide anfängt loszuwachsen. Und wenn er dann noch 4-mal im Jahr gehackt wird, dann macht er Meter. Also das System ist eine wahre Freude, sich anzuschauen. Ich bin immer wieder begeistert.
kurz auf die Zeit achten. Genau, Esskastanien. Wir haben da einen kleinen Versuch von Gehölzen, die zum einen sehr jung sind, aber eine ganz lange Pfahlwurzel haben, die nicht beschädigt ist. Fand ich hochinteressant. Sind die Gehölze, die den anderen, also jene, die veredelt sind und schon etablierter waren, aber denen die Pfahlwurzel abgeschnitten wurde, sehr weit unterlegen. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Ich weiß nicht, habe ich noch ein zweites? Nee. Es kann unterschiedliche Gründe haben. Zum einen ist dieser Ort, wo wir die Esskastanien mit den langen Wurzeln drin haben, sehr viel exponierter, was den Wind anbelangt. Aber ja, es ist schwierig. Ich war immer skeptisch, irgendwie großartig Versuche anzulegen, weil wenn man irgendwie ja, sich vorstellt, wie komplex Studien aufgesetzt werden, damit die irgendwie eine Signifikanz haben, um eine ordentliche Aussage zu treffen, dann ja, frage ich mich immer, ob es sinnvoll ist, in meinem Kontext als Landwirt, der sowieso nicht viel Zeit hat, da jetzt großartig rumforschen zu müssen. Ich glaube, hier und da kann man sicherlich Aussagen treffen, aber eine große Studie anzulegen, da brauchst du dann einfach eine Universität dabei. Das sind diejenigen, die am schönsten aussehen. Die haben im letzten Jahr bereits Früchte angesetzt. Das sind die veredelten Sorten. Und da muss man auf jeden Fall daran denken, diese Früchte auszubrechen. Haben wir auch gemacht. Was wir feststellen mussten, dass die höchst spätfrostintolerant sind. Ich habe jetzt gehört, dass es ganz interessante englische Sorten gibt, die man hier alternativ zu den französischen Sorten noch einsetzen kann. Ich war erstmal interessiert an der Idee, ein Gehölz auf den Hof zu holen, was mit Sicherheit von dem Klimawandel profitieren wird. Deswegen haben wir da auch französische Sorten eingesetzt. Ich weiß nicht, wo die Reise dann auch hingeht mit den Esskastanien. Sie sind, wie gesagt, das System, was irgendwie am größten Probleme hat, was irgendwie nicht so wahnsinnig angepasst ist auf das Klima, was wir in den letzten paar Jahren hatten. Aber das Gehölz an sich finde ich hochinteressant für menschliche Ernährung, für tierische Ernährung, für interessantes Holz, das wetterbeständig ist und so weiter und so fort. Das zu den silvopastoralen Agroforstsystemen auf unseren Flächen. Kommen wir zum Silvoarablen. Es war mir nämlich, als ich da hingekommen bin auf unseren Hof, ein ganz großes Anliegen, Praxisbeispiele zu schaffen. Für LandwirtInnen aus der Region, um sich anzuschauen, wie sieht denn eigentlich so ein Agroforstsystem aus, um sich anzuhören, was muss man denn eigentlich alles bedenken bei so einem Agroforstsystem. Und damit wir da nicht nur auf der Weide was zeigen können, und die ganzen Ackerbauern sagen, okay, da muss ich nicht hingehen, haben wir ein System auf dem Acker integriert. Das sieht so aus im letzten Sommer, als wir da am Ernten waren. Vorher sah das so aus. Wir haben in einem 7-monatigen Planungsprozess mit der Firma Triebwerk das draus gemacht. Es ist ein System, was sich so ein bisschen an den Prinzipien der syntropischen Landwirtschaft orientiert, aber sehr viel vereinfacht ist, also sehr, sehr stark vereinfacht ist. Wir haben hier zum Beispiel in den Baumreihen Walnüsse, Werthölzer und Beerensträucher miteinander kombiniert. Ist nicht ganz wahr, die Beerensträucher sind noch nicht da, das war zu aufwendig irgendwann. Aber die sollen noch kommen, das ist auf jeden Fall geplant und die Himbeeren sind auch teilweise schon gekauft. Das sind also diese drei Komponenten, die da auf verschiedenen Ebenen des Raumes Photosynthese betreiben sollen und uns einen weiteren Betriebszweig aufbauen sollen. Wir haben außerdem an jedem Anfang der Baumreihe eine Pappel gepflanzt, die als Windbrecher fungieren soll, wenn man so will. Also eine mächtige Pappel am Anfang der Baumreihe, die den Wind in zweiter Instanz bricht. In erster Instanz haben wir hier entlang der Straße eine Weidenkopfbaumreihe angelegt, die also da den Wind erstmal davon abhalten soll, in das System reinzukommen. Weiterhin haben wir hier einen Versuch
angelegt und da haben wir wirklich einen Versuch angelegt auf wissenschaftlicher Basis. Thomas Mittellanis ist da am Forschen mit seinen Robinien. Der hat also einen Versuch angelegt, wo er verschiedene Pflanzzusätze gibt und sich das Wurzelwachstum der Robinie in ein paar Jahren anschauen will. Für mich ein hochinteressantes Gehölz, aber mit Vorsicht zu genießen. Wir wissen noch nicht ganz so genau, was das Ding alles für uns parat hat. Zum Beispiel die Dornen, die durchaus dazu in der Lage sind, einen Treckerreifen zu durchstechen. Davor habe ich Angst. Deswegen sind sie nicht im gesamten System etabliert, sondern haben erstmal ihre kleine Ecke bekommen, wo wir damit rumspielen können und wo wir aber das alles noch in einem überschaubaren Rahmen haben. Das Letzte, was in diesem System, finde ich, von großem Interesse ist, auf jeden Fall in meinem, ist dieses System hier. Das sind auch wieder Kopfbäume, aber verschiedener Arten in diesen beiden Reihen, sodass langfristig oder mittelfristig die Möglichkeit besteht, dort einen biointensiven Gemüseanbau zu etablieren. Ich sagte es vorhin schon, ich möchte mehr und mehr in Richtung Gemüseanbau, um den Menschen zu ernähren. Da ist eine solche Möglichkeit, das auch in die Tat umzusetzen. Und mit diesen Instanzen, also der Agroforstwirtschaft auf der ganzen Fläche, dem biointensiven Gemüsebau hier, einem regenerativen Ackerbau, in dessen Zwischenfrüchte man dann auch noch das holistische Weidemanagement integrieren kann, haben wir eine doch hochinteressante Demonstrationsfläche für die regenerative Landwirtschaft. Und daran bin ich sehr interessiert. Das wird geil. So sieht das Ding direkt nach der Pflanzung aus. Wir haben uns die Hackschnitzel erstmal nochmal gespart. Das haben wir dann im Sommer gemacht. Wir haben, wie gesagt, die Walnüsse und die Werthölzer dort. Werthölzer in diesem berühmten Dreierverbund gepflanzt, dass man da nach ein paar Jahren den schönsten raussuchen kann. Die anderen werden umgeholzt und der hat dann den Platz für sich, sodass das auch in 60 Jahren wirklich Furnierholzqualität ist. Notwendig. Wir haben die Weidenkopfbäume. Habe ich da noch das Bild rausgesucht? Nee. Ich hätte euch gerne noch gezeigt, wie wir die Dinger geerntet haben, nämlich mit einer Motorsäge auf unseren eigenen Knicks. Das ist ganz praktisch und charmant, sowas auch zu haben. Jetzt will er nicht mehr. Na, egal. Das sind also so Durchschnitt 8 bis vielleicht 15 Zentimeter Knüppel gewesen, die wir da in die Erde gesteckt haben, sehr gut losgewachsen sind, wo wir aber im Laufe des Jahres, im Laufe der Vegetation doch einige verloren haben, wo ich jetzt nicht genau sicher bin, ob das aufgrund von einem trockeneren Standort ist oder weil da doch irgendwie das Stämmchen ein bisschen zu dick war. Aber teilweise der Baum, der hier so aussieht, der steht auf jeden Fall noch und der ist lebendig. Da erwarte ich auf jeden Fall im nächsten Jahr was. Ich weiß nicht, ob man da nochmal irgendwie das Gießen ein bisschen stärker berücksichtigen soll bei der Weide oder was wir da falsch gemacht haben, dass da uns doch irgendwie, ich schätze 35 von den Weidenkopfbäumen sind eingegangen, die wir jetzt nochmal nachpflanzen wollen. Ich weiß nicht genau, was da schiefgegangen ist. Sie sollen langfristig dafür sorgen, wie gesagt, dass der Windschutz reduziert ist, dass wir einen lebendigen Zaunpfahl dort haben, den wir nicht alle 20 Jahre auswechseln müssen, wenn er rot ist. Wir wollen Viehfutter generieren, gerade in der Weide Salicylsäure hochinteressant. Und langfristig auch, sind wir wieder bei der Pyrolyseanlage, die Hackschnitzel aus dem System rausbekommen, wenn wir die Bäume erneuern. In Anführungsstrichen. Zu groß sollen sie auch nicht werden. Es gab schon den einen oder anderen Konflikt mit Einwohnern, die sich da dachten, ah, so ein Weidenkopfbaum, der wird doch groß und das direkt an der Straße. Und das ist aber nicht gut, Felix. Mach die mal wieder weg. Nee. Das zweite ist auch hier, Baumschutz adäquat wählen. Wir haben uns für dieses Wuchsgitter entschieden, um die Walnüsse zu schützen. Nun ist der Walnussbaum, den wir da gepflanzt haben, so, ich weiß nicht, 4, vielleicht 5 Jahre alt, hat den perfekten Durchmesser für das Gehörn eines Rehbocks, das er sich im Frühjahr ja von seinem Bast befreien möchte.
Und dann ist der auch noch so schön angebunden, dieser Baum. Da ist auch dann der Baumschutz egal, den nimmt er mit nach oben und mit nach unten und dann ist der Baum geschält und hin. Das ist ärgerlich. Nicht nachmachen. Genau, das Zweite, also die Wertholzgeschichten, die sehen so eigentlich sehr gut aus. Da bin ich zufrieden. Genau, das hatte ich gerade eben schon kurz angesprochen. Die Pflege mit unseren Maschinen ist dann doch sehr praktisch. Wir haben einen Futtermischwagen mit einem Querförderband für unsere Rinder. Wir haben einen großen Güllewagen, um die Nährstoffe von den Rindern wieder rauszubringen. Die lassen sich relativ einfach umbauen oder umrüsten, sodass wir hier in einem trockenen Sommer mit 10 Kubikmeter Wasser auf die Fläche rauffahren können, um zu wässern. Sehr praktisch. Dann stellt man sich daneben, lässt das Ding 2 Minuten ein bisschen laufen. Also ich habe da so einen Schlauch rumgelegt, ein paar Löcher reingetan und dann haben wir einfach das Schott aufgemacht und der hat da vor sich hingepütschert, dass das Wasser auch die Zeit hat, um in den Boden rein zu infiltrieren. Und währenddessen konnte man dann, also das war so eine One-Man-Oder-Woman-Show, den nächsten Baum vorbereiten in der Zeit, wo der eine bewässert wurde. So, und dann haben wir in dem Zuge alle Arbeitsgänge gemacht, während wir also gewässert haben. Und sind hinterher noch einmal hingegangen und haben hier die Hackschnitzel verteilt. Das war dann unsere Sommerpflege. Da mussten wir einmal durchs ganze System und dann war gut. War super. Thema Finanzen. Wir haben es gerade eben schon ein bisschen angesprochen. Ich habe diese Kooperation mit der Firma Glasfaser beleuchtet. Das Zweite, was sehr interessant ist, ist diese Geschichte. Da wurde uns eine Personalstelle organisiert. Ja, ist tatsächlich ein problematisches Thema, weil sie jetzt nach einem Dreivierteljahr gesagt haben, ey, das kriegen wir irgendwie doch nicht hin. Muss jetzt nicht Thema sein. Was cool ist, ist diese Klimaschutzgeschichte vom Kreis Plön. Da haben sie Blitzergelder nämlich genutzt, um Aufforstungsmaßnahmen zu finanzieren. Und die habe ich angerufen und gesagt, nu, ich habe da jetzt nicht direkt eine Aufforstungsmaßnahme vor, aber ich kann euch ja mal erzählen, was Agroforstwirtschaft bedeutet. Und da sagten sie, alles klar, geht los. Also, was ich hiermit sagen will, ist, die Investitionskosten, um ein Agroforst-System zu etablieren, sind enorm. Es sind 8,5 Hektar Agroforst mit etwa, wir haben es gesehen, 4.000 Sträuchern, bummelig 600 Bäume, kostet dann mal 80.000 Euro in den ersten 2 Jahren. Nicht so einfach. Aber das ist eben auf der anderen Seite der Fall, das Interesse aus unserer Gesellschaft, diese Systeme zu unterstützen und zu finanzieren, ist wahnsinnig groß. Ich habe, bevor diese Geschichte, dass diese Personalstelle jetzt doch nicht finanziert wird, damit geworben, dass ich innerhalb von 15 Arbeitsstunden es geschafft habe, die kompletten 80.000 Euro fremd zu finanzieren. Bombenstundenlohn. Das geht mit Agroforstwirtschaft. Genau, das ist jetzt nochmal ein kleiner Dämpfer, weil das nicht funktioniert hat. Wenn ihr wollt, gehe ich da noch näher drauf ein, aber muss auch nicht unbedingt. Macht mir nur schlechte Laune. Landäquivalenzverhältnis. Das ist in meinen Augen das Argument für die Landwirtschaft, wo eigentlich jede kritische Stimme verstummen sollte. Wir haben ein Problem mit Kohlenstoff in unserer Atmosphäre. Wir haben die Ausgangssituation, dass die meisten landwirtschaftlichen Betriebe so arbeiten, nämlich dass da eine Fläche besteht, wo überall die gleiche Pflanze gleich hoch ist. Und das schafft uns eine zweidimensionale Photosynthesefläche. Wenn wir das auf die Fläche dann übertragen, dann haben wir auf einem Hektar Land 1 Hektar Photosynthesefläche. Wenn wir das jetzt mit Bäumen in Reihen durchbrechen oder sogar einen Waldgarten anlegen, was noch viel geiler wäre, dann schaffen wir aus dieser zweidimensionalen Fläche ein dreidimensionales Profil und erhöhen damit die relative Oberfläche, relative Photosynthesefläche im Verhältnis zu unserer Grundfläche. Es wird also mehr Photosynthese auf der gleichen Fläche betrieben wie in einem Nicht-Agroforst-System. Es wird auch quantifiziert. Es gibt da eine Studie aus England, die sagt, bis zu 40% mehr sind möglich
40% mehr Photosynthese auf der gleichen Fläche, ist 40% mehr Kohlenstoff, der über die Pflanze in Boden und Biomasse festgesetzt wird. Das ist der Hit. So könnte die Geschichte aussehen. Das ist eine Animation, die mit der VRD-Stiftung erstellt wurde. Die soll dieses System in 20 Jahren abbilden. Wenn wir da hinkommen, dass unsere Landnutzungssysteme irgendwann mal so aussehen, dann haben wir, glaube ich, eine ganze Menge gewonnen. Und bin mir sicher, dass wir hier weniger Photosynthese leisten als da. Schön, damit rumzuspielen. Also, Agroforstwirtschaft, ich finde es obergeil. Das war die Pflanzung 2021 und wird mit Sicherheit nicht die letzte sein. Danke für eure Aufmerksamkeit. Fragen? Wollen wir mal gerade bei der Photosyntheseleistung und so weiter bleiben? Mir hat heute ein Agrarler erzählt oder mich überhaupt erstmal auf den Umstand aufmerksam gemacht, dass da, wo Bäume stehen, da fällt ja auch mehr Schatten an. Und das wirkt sich ja dann auch aus auf die Feldfrüchte, die dann da wachsen. Also die haben ja eigentlich weniger Licht. Mhm. Also da gibt es ja irgendwo einen Trade-off. Der wird jetzt wahrscheinlich, wirst du bestimmt sagen, wesentlich geringer sein als der Nutzeneffekt, den man davon hat, das zu tun. Ja, genau. Das okay. Würde ich sagen. Geklärt. Also ja, definitiv ist immer wieder ein Thema, worüber man sprechen kann und muss. Es gibt Studien bereits, die das auch beleuchtet haben, dieses Thema der Beschattung. Genau, aktuell bin ich der Überzeugung, dass A, die Beschattung ein Stück weit notwendig ist, um irgendwie dieses Wassermanagement besser zu gestalten, sodass wir da nicht so große Verluste einfahren. Da nehme ich in Kauf, dass wir dann ein bisschen weniger von ernten, weil die Pflanze weniger Licht abbekommt. Aber auf der anderen Seite, die Pflanze, die da beschattet, die nimmt das Licht ja mit. Da sind wir ja dann wieder bei dem Landäquivalenzverhältnis. Und der Baum, der dadurch generiert wird, den kann ich auch irgendwann verkaufen. Wir müssen also davon wegkommen, unseren Weizen unter dem Baum zu betrachten, sondern das Gesamtsystem. Okay, jetzt wieder die Frage. Wir machen jetzt einen Versuch, mal abwechselnd zu machen. Noch eine Frage von vorhin. Ist Agroforce auf allen Flächen möglich, auch auf Naturschutz- oder extensiven Grünlandflächen? Und was muss bei der Planung der Flächen dazu beachtet werden? Also bei der Planung auf extensiven Grünland- und Naturschutzflächen sollte auf jeden Fall beachtet werden, die Naturschutzbehörde damit ins Boot zu holen, weil sonst begibt man sich ganz stark auf Glatteis, da irgendwas zu verändern. Soll ja geschützt werden, das, was da ist. Genau. Aber grundsätzlich würde ich jetzt erstmal behaupten, dass die Naturschutzbehörden auch interessiert an Agroforstsystemen sind, weil prinzipiell schaffen wir die Brücke zwischen Landwirtschaft und Naturschutz mit Agroforstsystemen. Das haben wir so dahingestellt. Da will ich nicht näher drauf eingehen. Wie ist nochmal eine Frage zu der Geschichte von eurem Hof? Du bist derjenige, der da irgendwie Agroforst etabliert hat, was, oder? Also, oder weiß ich nicht, was haben deine Eltern dazu gesagt? Waren die da auch von Anfang an so direkt begeistert, wie du es jetzt bist? Und ja. Wie ist das so abgelaufen? Immer wieder eine schöne Frage. Mein Vater wollte ursprünglich Förster werden. Das macht die Sache natürlich leicht. Es bedurfte nicht viel Argumentation, um ihm zu überzeugen, dass das Sinn macht. Und wir haben uns den Vortrag von Professor Spieker zusammen angeguckt. Das hat auch geholfen. Außerdem habe ich ein bisschen strategisch auch dann unseren Agroforst-Planer ausgewählt, der ein bisschen älter ist, Burkhard Kaiser. Das soll sich jetzt nicht persönlich angegriffen fühlen dadurch, aber mit ihm hatten wir auf jeden Fall auch eine Person, die da sehr pro Agroforst argumentieren konnte. Und genau, das ging gut. Auch mein Großvater, der ist tatsächlich einer der innovativsten von uns und sagt permanent, hast du mal an das gedacht, hast du mal an dies gedacht. Also ist spannend. Es geht mit Sicherheit nicht in jeder Familie. Davon bin ich auch überzeugt.
Geht Agroforce mit Gemüseanbau zusammen, also auch für etablierte größere Gemüsegärtnereien? Definitiv. Bin ich nicht der Fachmann, noch nicht. Ich habe es vor, auf jeden Fall in unseren intensiven, biointensiven Gemüsebau auch Gehölze zu integrieren. Es gibt ein Buch, das noch gar nicht so alt ist, von Leon Schleb. Den habe ich auch in der Uni kennengelernt. Der ist von der Gemüseinsel in der Nähe von Witzenhausen am Arbeiten aus seiner solidarischen Gärtnerei und hat, wie gesagt, das Buch geschrieben zur Agroforstwirtschaft in Gemüsekulturen. Ich habe es noch nicht durchlesen können. Ich habe mal reingeschaut und lohnt sich. Leon Schleb mit Doppel-E. Ich habe auch noch mal eine Frage. Und zwar, wenn ich meinen Agrarkommilitonen hier in Göttingen erzähle, dass sie sich da Bäume aufs Feld setzen sollen, dann runzeln die natürlich immer erstmal total die Stirn. Und so das erste Argument, was immer kommt, ist, dann kann man ja mit seinen Maschinen gar nicht mal rauffahren. Nach dem, was du jetzt gesagt hast, denke ich, kann ich dir mit gutem Gewissen sagen, dass es so nicht stimmt und man das eigentlich ziemlich leicht bewirtschaften kann. Nimm ein Bild mit. Ich habe schon gemacht. Ja. Nimm ein Bild mit. Doch, also das sind mit die größten Maschinen, die es aktuell zu kaufen gibt, die man da im Hintergrund sieht. Also keine Frage. Wir versuchen, moderne Agroforstsysteme nach bestem Wissen und Gewissen so zu bauen, dass sie nach wie vor mit den großen Maschinen möglichst effizient bewirtschaftet werden. Dass da ein kleines bisschen Rangierinflexibilität entsteht, ist klar. Dass es ein ganz kleines bisschen aufwendiger ist, dass man vielleicht 2-3 Mal mehr um eine Ecke rumdenken muss, damit irgendwas gelingt, ist auch einleuchtend. Wir schaffen kein Agroforstsystem, wo wir da hinterher genauso ackern können wie vorher. Ein Problem, was ich tatsächlich sehe, ist, dass wir nicht mehr quer striegeln können zu unserer Kultur. Also das ist jetzt sehr Praktiker-Talk-mäßig, aber wenn man mit dem Grubber zum Beispiel ein Feld bearbeitet hat, dann hat der Boden auf der Arbeitstiefe Riefen. Ja, weil jeder einzelne Schar hat da eine Riefe reingezogen. Wenn ich jetzt mit dem nächsten Arbeitsgerät komme oder gar ein zweites Mal Grubber, dann macht es sehr viel Sinn, ein wenig schräg zu dieser ursprünglichen Arbeitsausrichtung zu fahren, damit eben nicht der Grubber in diese Kurve oder in diese Furche wieder reinrutscht. Ein bisschen Spiel hat er ja nach links und rechts. Dann rutscht er da wieder rein und wir arbeiten genau das Gleiche, was wir genau nicht wollen. Wir wollen eigentlich das versetzte Arbeiten. Das ist so ein Ding, das wird natürlich in einem Agroforce-System besonders aufwendig. Bis hin zu unmöglich. Aber in meinen Augen, meine Güte, wir haben größere Probleme, als dass wir dann nicht mehr perfekt grubbern können. Führt ihr eure Weiden im Kurzrasensystem? Ja. Das ist das, also Kurzrasensystem, ich weiß nicht, es hat viele verschiedene Worte. Es ist das irische Weidesystem, was wir bei uns umsetzen. Also die Tiere, die kommen auf die Fläche bei einem Aufwuchs von ungefähr 9 bis maximal 10, 11 Zentimeter Wuchslänge des Grases und rasieren das bis auf 3 Zentimeter runter. Was wir dadurch für Vorteile haben, ist, dass die Milchnutzungsrinder, die ja auch irgendwie eine gewisse Leistung bringen, damit sich der ganze Bums rechnet, da die Energiemenge rausziehen können, die sie brauchen, um diese Leistung zu erbringen. Deswegen machen wir Kurzrasenweide. Ich bin höchstgradig daran interessiert, das holistische Weidemanagement nach und nach mehr umzusetzen. Ich bin sehr skeptisch, ob das mit Milchvieh funktioniert. Ich habe jetzt noch von niemandem gehört, der es mit Milchvieh tatsächlich umsetzt. Genau, wer aber, also mit jedem Jahr, wo es trockener wird, wird es interessanter, da auch diesen Kompromiss einzugehen, zu sagen, hey, ja gut, dann haben wir eben nicht die Leistung, aber wenigstens haben sie was zu fressen.
Ich glaube, auf kurz oder lang werden wir uns dieser Frage mehr und mehr stellen müssen. Ich bin ganz froh, dass es gerade noch so funktioniert. Jo, ich habe mal zwei Fragen. Ich versuche, die kurz zu halten. Ja, die übermütig werden hier. Erstens, ist die Drainage, die in dem Feld eingezeichnet war, schon vorhanden gewesen oder wurde die neu gebaut? Und zweitens, was ist so der Arbeitszeitaufwand, der Leistungsbedarf, wenn ihr die Wurzelschnitte durchführt, beziehungsweise was für ein Gerät benutzt ihr? Haben wir noch nicht gemacht. Ein Punkt, die erste Frage kann ich schnell beantworten. Das ist, die hat mein Großvater gebaut damals noch. Genau, die wurden mit der Hand da verbuddelt. Ob ich die da reingebaut hätte, wenn das jetzt noch nicht etabliert gewesen wäre? Puh, gute Frage. Ich bin froh, diese Entscheidung nicht getroffen haben zu müssen. Nach dem, was wir heute wissen über Moorniederlegung und was das für ein Klimafolgengedöns hat und so weiter und so fort. Es ist jetzt nicht so, dass da die komplette Fläche ein Moor ist, was es ja auch gibt tatsächlich. Also komplette Niedermoore, die trockengelegt wurden. Da bin ich ganz froh, dass ich nicht auf einem solchen Standort bin, sondern hier und da mal vereinzelt eine Moorniederung habe, die bei uns durch eine Drainage dann auch bewirtschaftbar gemacht wurde. Genau, aber ja, die Rohre, die lagen da schon im Boden. Ich werde auf jeden Fall einen Teufel tun, die Rohre da rauszureißen, solange mein Großvater noch zugucken kann. Ich glaube, das wird ihm das Herz brechen. Aber ich bin interessiert daran, ein Stück weit über Wiedervernässung nachzudenken, insbesondere hinsichtlich, dass man dann Wasserrückhaltebecken schaffen kann, die uns in Trockensituationen auch eine Bewässerungsmöglichkeit schaffen, die nicht aufs Grundwasser zurückgreifen muss. Das ist geil. So, Bewässerung ist auch irgendwann endlich. Das sieht man in Neuseeland, wenn man da gewesen ist. Die zweite Frage. Ach, jetzt will ich doch länger. Nochmal. Ich frage einfach nochmal, der Wurzelschnitt, würdet ihr dafür Geräte benutzen? Wir haben es noch nicht gemacht. Das System auf dem Acker ist jetzt gerade ein Jahr alt. Da habe ich noch ein Jahr Zeit, mir die Maschine anzuschaffen. Das Jahr werde ich mir auch nehmen müssen. Auf der Weide ist das tatsächlich nochmal eine andere Geschichte. Wir haben ja mit dem etablierten Gras auf der Weide da einen sehr starken Konkurrenzwidersacher zum Baum. Da ist die Frage, ob es überhaupt notwendig ist, tatsächlich diesen Wurzelschnitt durchzuführen, oder ob das Gras dem Baum schon sagt, geh du mal in die Tiefe, das ist mein Ort hier. Da will ich mich aber nochmal schlau machen. Genau, und sonst wird es dann irgendwann im Laufe dieses Jahres dazu kommen. Es gibt Tiefenlockerer, die also einige wenige Schare haben und tief in die Tiefe gehen können. Auch mit Steinauslösung, also wenn dann da mal ein großer Brocken unten drin ist, dann reißt man sich nicht das Ding ab. Die sind interessant. Die zweite Möglichkeit ist ein Flug. Natürlich ein Stück weit von ab irgendwo, aber hier und da ist es durchaus sinnvoll, mal einen Flug einzusetzen. Genau, da schafft man aber keine 90 cm tief. Wobei, geht auch. Ich habe da auch Bilder gesehen, aber das ist dann gar nicht mehr schön. Genau, aber so Flug oder Tiefenlockerer, das sind so, glaube ich, die beiden Maschinen, die man da dann für verwendet. Direkt hinter dir? Also ich meine mich mal zu erinnern, dass Philipp Gerd mal in einem Vortrag von einem Flug erzählt hatte, genau für diesen Zweck, der eigentlich nur, wenn man so will, ein Messer ist, was einfach durch die Erde schneidet. Genau. So, und möglichst tief, Punkt. Das Philipp Gerhard, der hat dann mit Sicherheit über den Kielein-Plau geredet. Das war das Wort. Genau, und der macht noch ein bisschen mehr als diesen Schnitt in den Boden hinein. Der hat dann unten ein ganz kleines Schar, das den Boden einmal kurz anlupft und dadurch eine Lockerung schafft, aber auch eben diesen Ritz, um die Möglichkeit, dem Wasser zu geben, da zu infiltrieren
entlang dieser Linie, die man mit diesem Keyline-Pflug da in die Landschaft geschaffen hat. Und dieses Anlupfen des Bodens schafft dann die Möglichkeit, für die Pflanze, die da oben drauf wächst, noch mehr Tiefe zu etablieren. Also dadurch wird die Möglichkeit für das Gras oder was auch immer da oben drauf wächst, geschaffen, diese dann angelupfte, gelockerte Erde zu erschließen. Also da arbeitet man quasi seinen Boden in die Tiefe mehr auf, und also das ist interessant. Muss im Ackerbau dann aufpassen, dass man das nicht macht vor großen Starkregenereignissen, weil man sich dann natürlich all die kleinen, feinen Sedimente in diesen Spalt reinwäscht und da unten alles dicht gemacht wird. Das ist so ein Ding dabei. Also nur bei, ich glaube, lebendigen Pflanzen. Guckt euch so ein Ding an. Da steht alles beschrieben. Das ist jetzt ein gefährliches Halbwissen. Vielleicht hast du jetzt schon gesagt, aber hier wurde nochmal gefragt, der Bodentyp, auf dem ihr wirtschaftet. Sandiger Lehm. Und in den Moorniederungen ist es eine Pseudo-Vergleihung. Genau. Genau, einerseits danke für den niceen Vortrag, war auf jeden Fall sehr inspirierend. Ich wollte fragen, eben was so Pilze angeht. Also ich habe Pilzwald gelesen und dass die Esskastanien mit Steinpilzen geimpft wurden und so. Mhm. Was sind da so die Pläne irgendwie? Was geht da ab? Ja, schön. Es ist eine Leidenschaft von mir, auf jeden Fall Pilze zu kultivieren. Ich habe es zu Uni-Zeiten gemacht. Damals mit so ein bisschen Literatur habe ich dann angefangen, auf Holzstämmen in der Natur, also in einem offenen System quasi, Austernseitlinge, Shiitake-Pilze, noch verschiedene andere Arten zu kultivieren, tatsächlich, um mal zu gucken, wie das funktioniert. Und wir haben jetzt zu Hause 50 beimpfte und durchwachsene Shiitake-Stämme liegen. Das ist gerade so ein bisschen Hobby nebenbei. Und eigentlich habe ich da weniger Zeit, deswegen sehen ja auch immer wieder mal nicht ganz so schick aus. Aber das soll losgehen. Eigentlich habe ich es für dieses Frühjahr geplant. Muss mal gucken, wie das dann in der Praxis aussieht, ob sich tatsächlich umsetzen lässt. Die nächste Charge von Pilzstämmen zu beimpfen. Also so, dass man da ein Loch reinbohrt oder einen Schnitt reinmacht oder was auch immer für alle diejenigen, die sich da noch nicht so mit befasst haben. Und dann Pilzmyzel da reinsteckt, das Pilzmyzel durch den Holzkörper durchwächst, und wenn das der Fall gewesen ist, also wenn das passiert ist, dann fangen die Pilze an, auf dem Holz zu erscheinen und zu fruktifizieren, kann sie ernten. Finde ich auf jeden Fall die interessanteste Art und Weise, Pilze zu kultivieren für den menschlichen Verzehr, ohne dass man in den Wald gehen muss, um sie zu suchen. Und langfristig plane ich diesen sogenannten Pilzwald, wo wir also mit einem Agroforstsystem uns das nötige Mikroklima schaffen, um eben diese Pilze dort besonders sinnvoll zu kultivieren. Das sieht aktuell so aus, dass wir entlang eines Wirtschaftsweges an unseren Stallungen einen gut etablierten Knick haben, den wir jetzt auf den Stock setzen wollen, also einmal runternehmen wollen, sodass er neu aufwachsen kann. Wir werden den in dem Zuge ein bisschen diversifizieren und pflegen. Und es soll dann besagte syntropische Agroforstreihe parallel zu diesem Knick entstehen, wo dann ein Korridor geschaffen wird an einem Wirtschaftsweg, wo also viel Beschattung und viel Windreduktion herrscht, was so die Ausgangssituation für ein charmantes Pilzwachstum sind. Das ist so das Ziel. Ja. Wie ist der Plan zeitlich gesehen bezüglich Walnussernte und Bodenbearbeitung, Zwischenfruchtanbau und Anbau von Wintergetreide? Beißt sich das nicht? Ja, beißt sich mit Sicherheit immer wieder, gerade wenn man eine intensive Fruchtfolge hat. Ich sehe da den Wintergetreideanbau jetzt nicht als dramatisches Problem, eher so die Maisgeschichte. Also wenn wir Silomais da stehen haben, den man auch regenerativ anbauen kann,
Und der gerade zwei, drei Meter hoch ist, wenn die Walnüsse reif sind, dann stelle ich mir das problematisch vor, die zu ernten. Das sind sicherlich irgendwelche Probleme, die man sich, denen man sich dann annehmen muss. Ich kann mir vorstellen, dann im Radius der Krone den Baumstreifen zu verbreitern, dass wir also noch ein sehr viel intensiveres System dann etablieren, wenn wir solche Kulturen haben, die eben diese Ernte unabdinglich machen, dass wir in dem Jahr dann sagen, okay, diese Kultur, die da Stress macht mit der Ernte, die wird reduziert bis dahin, wo die Krone der Bäume anfängt. Und dann machen wir direkt unter dem Walnussbaum, wo also die Früchte hinfallen, noch eine weitere Kultur oder irgendwas anderes. Schafft uns A, mehr Diversität, schafft uns B, die Möglichkeit, die Walnüsse zu ernten. Man muss natürlich dann berücksichtigen, lohnt sich die Geschichte, weil es eben noch kleiner strukturiert ist, etc. Aber es gibt ja schon Fördermodelle wie die Kleinteiligkeit, dass man solche Art von Strukturen eben sich öffentlich fördern lässt. Ja, wenn die nicht ganz blöde sind, dann würden sie das auch als solches annehmen. Gerade ist es so, wenn man 15 Hektar Schlag hat, dann kriegt man da Geld für, wenn man den in drei verschiedene Teile unterteilt und auf diesen drei Teilen verschiedene Kulturen fährt. Wenn ich jetzt sage, ja, ich habe hier ein 15 Hektar Agroforstsystem, da sind auch verschiedene Baumreihen drauf und es sind aber nicht jetzt diese dreiteilige Aufteilung, aber irgendwie ist es trotzdem das, können wir das nicht auch fördern? Solche Prozesse, die müssen wir halt in Gange bringen und die müssen politisch auf politischer Ebene umgesetzt werden, damit die ganze Geschichte hier mal richtig Fahrt aufnimmt. Dann, wenn solche Hemmnisse aus dem Weg geräumt sind, wenn man über sowas diskutieren muss, dann geht's ab. Ja, ich hätte noch mal eine Frage zu dem Forschungsprojekt mit der Robinie. Also warum Robinie und was ist die Fragestellung bei dem Forschungsprojekt? Denn die Robinie macht zwar ein super Holz, aber sie ist ja potenziell invasiv und sie produziert meines Wissens nach auch Giftstoffe. Da weiß ich auch nicht, wie sich das mit der Weidetierhaltung dann verträgt. Also die Robinie produziert, das ist mir neu. Letzteres ist mir neu, dass sie Giftstoffe produziert. Ich meine, nur in der Rinde oder sowas, habe ich damals gehört? Also ist da jemand, der hier bewandert ist? Du brauchst ein Mikro. Du brauchst ein Mikro. Du brauchst ein Mikro. Das will ich nicht alles wiederholen. Genau, also für Robinie auf jeden Fall in der Rinde und in den Blättern. Giftstoffe ist dann immer sehr abhängig mit der Beweidung. Also erstmal welches Tier und zu welcher Dosis und wie viel davon gefressen wird. Also es gibt durchaus Beispiele, wo Tiere auch Zugang haben dazu. Und das auch gut vertragen. Ich persönlich habe so Erfahrungen gemacht, okay, es geht schon auch irgendwie auf die Verdauung. Robustere Rassen können das eher ab als jetzt vielleicht die Milchkühe hier. Wenn die gute Leistung bringen müssen, dann wirkt sich das natürlich auch schneller aus. Muss man vorsichtig mit sein, mit Robinie auf jeden Fall, als ja, wenn die Tiere Zugang dahin haben sollen. Ja, also das ist jetzt, wird hier nicht beweidet, sondern geschnitten. Von daher geht das. Wenn man da mal irgendwann mit den Tieren rauf will, dann muss man schauen, dass das irgendwie ja, abgezäunt ist. Alright, danke, Pilger. Die Punkte, die die Robinie für mich so interessant machen, sind das Holz, was sehr witterungsbeständig ist. Also einige Zaunpfähle sind aus Robinien. Die Eiche ist damit vergleichbar, die Esskastanie ist damit vergleichbar. Also das macht es für mich interessant. Das Zweite ist, es unglaublich biodiversitätsfördernd durch diese Blüten, die Robinie oder Pseudo-Akazia wird sie auch genannt, also eine Akazienart mit sehr interessanten Blüten, gerade für die Bienen. Das macht sie für mich interessant und sie hat ein sehr lichtes Blätterdach. Also wenn man unter einer Eiche steht, dann kommt da quasi nichts mehr durch. Das ist bei einer Robinie nicht der Fall. Bei einer Wildkirsche ist es auch nicht der Fall. Also die eignen sich insofern gut für dieses System, wo ich durchaus ein bisschen Licht auf meine Ackerkultur haben möchte, ganz besonders. Genau, das macht die Robinie für mich auf jeden Fall zu einem sehr interessanten Ort. Die Invasivität, würde ich jetzt mal behaupten, ist
hier in diesem Agroforce-System, wo ich regelmäßig bin, um das zu kontrollieren, weniger gegeben, als wenn sie irgendwo anders ist. Also wenn die Robinie da sein soll, dann doch bitte in einem Agroforce-System. Aber man, also ich will das nicht so abtun. Natürlich muss man sich über die Invasivität dieser Art Gedanken machen. Und wenn man jetzt neben einem Naturschutzgebiet ist, was ein bisschen fragil ist, dann würde ich auch nicht auf die Idee kommen, da jetzt direkt daneben die Robinie anzubauen, die sich ja auch über Samenträger fortpflanzt und so weiter und so fort. Also es ist nicht zu vernachlässigen. Dennoch bin ich der Überzeugung, dass häufig die Vorteile bei solchen Überlegungen der Invasivität unterliegen, weil, weiß ich auch nicht, ist so, habe ich das Gefühl, ist ein Bauchgefühl. Genau. Beantwortet das die Frage hinreichend? Genau, also es geht nicht um die Robinie, es geht eigentlich um das Wurzelwachstum. Er findet nur die Robinie so geil. Genau wie ich. Deswegen hat er das mit der Robinie umgesetzt, dieses System. Und also das Zweite, was er schön findet, sind Agroforce-Systeme. Das hat er da in seiner Forschung kombiniert. Aber was ihn wirklich interessiert, ist es sinnvoll, Pflanzenkohle bei einer Baumpflanzung dazu zu tun. Und die zweite Kontrolle ist dann eine Kompostgabe und die dritte Kontrolle ist gar nichts. Also Erde. Das kommt da schon rein. Noch dazu? Welche Tiefe schaut man? Das müsste ich ihn selber fragen. Thomas Middelanis heißt der Mensch. Uni Münster, Citizen Science Projekt, agroforstmonitoring.de. Da findet ihr den. Und er hat Bock, darüber zu reden. Also schreibt ihn wirklich an. Hier noch zwei Sachen zur Robinie, die ich noch kurz erwähne, wo einfach nur gesagt wurde, wir haben Robinen an der Winterweide, die Kühe gehen da nicht dran, auch an jungen Bäumen, kein Problem. Schlaues Braunvieh und Angler Rotvieh. Ich hoffe, dass meine Viecher auch so schlau sind, ich wage es zu bezweifeln. Und dann gucke ich gerade auf die Uhr und ich glaube, du hattest so bis 9 irgendwie mal uns gesagt, hättest du Bock? Ja. Hast du immer noch Bock? Hat sich die Zeit verlängert bei so coolen Fragen? Also solange ihr auch noch dabei seid, ich will hier nicht der limitierende Faktor des Abends sein. Wenn es da Fragen gibt, die beantwortet werden sollen, dann rauchst du mit. Okay. Dann war noch zu der Robinie, würde ich das jetzt noch nennen, oder Robinie hochstämmig entasten, dass die Viecher nicht an die Blätter kommen. Genau. Das ist eine zweite Idee. Das Blöde ist dann, wenn man sie erntet, ne? Dann geht's los mit der Robinie. Die treiben dann wieder aus ihrem Stock und nicht nur aus dem Stock, sondern auch aus dem Wurzelstock, also überall. Also wenn man das erste Mal so eine Säge an so eine Robinie anlegt, ich glaube, danach gibt es dann die große Explosion. Davor habe ich ein bisschen Angst, deswegen ist sie da, wo sie ist. Aber ja, die werden wir auf jeden Fall erstmal aufassen. Okay. Genau. Das sind tatsächlich sogenannte Schiffsmastrobinien, die auch dafür bekannt sind, möglichst gerade zu wachsen. Und langfristig, und da kommt mir meine Situation, direkt an der Küste zu wohnen, auch sehr gelegen. Es gibt schon einen Bootsbauer, der damit wirbt, nachhaltig Boote zu bauen. Und mit dem habe ich schon mal geredet. Der ist auf jeden Fall interessiert an den Schiffsmasten, die da entstehen. Jetzt auch mal die Danksagung muss man natürlich auch vorlesen. Für mich als noch nicht praktische Involvierte eine sehr nützliche, praktische Ausblick auf die Möglichkeiten. Vielen Dank für die guten Beispiele, Problemdarstellung und mitgeteilten Ideen. Das hat mir Spaß gemacht. Einmal nur. Dankeschön. Vielen Dank für dieses Feedback. Wie viele Meter Abstand habt ihr zwischen den Baumreihen im Silvo-Arablen-System? Da sind es 34. Auch da, also da haben wir dann unseren Güllewagen mal 2 genommen, damit auch die großen Maschinen des Lohnunternehmens da drin agieren können. Warum nicht 30, sondern 34? Es ist eben dieses Spiel, dass wir in der Reihe der Bäume ein bisschen flexibel sind, was die Breite anbelangt. Wenn ich da ein bisschen breiter werde und dann gleich nicht mehr mit meinem Güllewagen arbeiten kann,
dann ist das kontraproduktiv. Langfristig macht es vermutlich sowieso nicht ganz so viel Sinn, weil ich von Gülle auf Mist umstellen will. Da sind wir beim Thema Symbiostall, aber aktuell ist es halt noch notwendig, um da die Baumreihe flexibel zu verbreitern, wie ich es gerade möchte, ist es sinnvoll, gerade wenn wir da dann anfangen, Himbeeren zu integrieren und Maibeeren zu integrieren und vielleicht eine Erntegasse brauchen, wenn da mal Mais steht oder sowas, dann ist es doch besser, wenn wir ein bisschen Spiel haben. Aber das ist immer eine Frage, die man auf den Kontext des jeweiligen Betriebes aufmünzen muss. Also was ist an dem jeweiligen Betrieb für eine Maschine, wo es am sinnvollsten ist, das Agroforce-System auf diese Maschine zu begrenzen, wo vielleicht noch andere Maschinen sind, die ein Vielfaches von der Maschine sind oder andersrum. Genau, also in der Regel sollte man irgendwie ein Vielfaches von 3 nehmen, weil die meisten Maschinen 3 Meter breit oder 6 Meter oder 9 Meter und so weiter und so fort. Und dann ein bisschen Spiel, aber ich sagte gerade, wir haben einen 7-monatigen Planungsprozess hinter uns, was dieses Agroforce-System anbelangt. Ich wage es zu bezweifeln, dass jetzt das Normalbäuerinnen aus ihrer Erfahrung, nee, dass man da hingehen kann und ein sinnvolles Agroforce-System integrieren kann, ohne dass man sich professionelle Beratung einholt. Das wage ich stark zu bezweifeln. Also ich, der da sich während der Uni-Zeit, wo ich viel Zeit hatte, mich intensiv mit Agroforce-Systemen beschäftigt habe, habe noch kein System ohne Planungsbüro entwickelt. Und was für viele verschiedene Punkte die noch hatten, an die ich nicht gedacht habe. Und auch in diesem System, das wir 7 Monate lang geplant haben. Oh, wo habe ich jetzt die Planungskarte? Es gibt einen Drainageschacht, der ist genau da. Also ein Schacht, das ist so ein Betonklotz, der ist hohl in der Mitte, da kann man reingucken und sich das Wasser angucken, was da irgendwie, und dann kann man die Sedimente immer mal wieder rausholen, die in diesem Rohrleitungssystem drin sind. Dieser Schacht ist genau da. Also wir müssen mit unseren Arbeitsgeräten immer wieder um diesen Schacht herumfahren. Wir hätten ihn auch da hinsetzen können. Oder die Baumreihe einfach auf 2 Meter nach rechts verschieben können, das ganze System 2 Meter nach rechts verschieben können. Überhaupt kein Problem gewesen, dann hätten wir dieses Problem nicht. 7 Monate haben wir gegrübelt und nachgedacht über jedes kleinste Detail, was in diesem System zu bedenken ist. Und diesen blöden Schacht, den sind wir nicht gekommen. Je mehr Leute sich darüber Gedanken machen, desto besser wird das System. Desto weniger hat man mit solchen blöden Nervigkeiten zu tun. Wir machen Mobgrazing mit Milchkühen, aber auf Luzern. Im Nationalpark geht die Milchleistung schon stark runter, aber für den Bodenaufbau und das Nachwachsen ist es 1000-mal besser als bei Kurzrasen. Kommt drauf an, womit du zukünftig Geld verdienen willst. Ja. Also, das war noch eine Aussage dazu. Ja, definitiv. Wenn man sich den Kohlenstoffaufbau im Boden bezahlen lässt, wahrscheinlich geht es da in die Richtung dann. Ja, ja. Dann ist definitiv ein interessantes Geschäftsmodell. Okay. Dann noch zu diesen Rückhaltebecken vorhin. Lässt sich ein Rückhaltebecken nicht auch an die vorherigen Rohrleitungen anschließen? Ja, durchaus. Das würde dann auch gemacht werden, damit man es hin und wieder, also damit man es ablassen kann oder auch nicht, oder man dann einen Überlauf hat in dieses Rohrleitungssystem. Das lässt sich integrieren, auf jeden Fall. Das macht auch Sinn. Ich war neulich bei einem Vortrag von den Scientists for Future und dieser Physiker hat einige Wege dargestellt, auf einer Folie verglichen, wie man Kohlenstoff im Boden speichern kann. Mhm. Und laut ihm hat das größte Potenzial, sowohl in der Skalierbarkeit als auch in der Schnelligkeit, Kohlenstoff aufzunehmen,
eine Technik und auch eine Langfristigkeit der Speicherung namens Enhanced Rock Weathering, wo man nämlich mittels Basaltmehl und Wasser und CO2 das Magnesium in dem Basalt reduziert zu Carbonaten, die dann den Boden düngen sollen und möglichst ziemlich schnell halt sehr, sehr viel CO2 irgendwie aufnehmen sollen. Frage, hast du davon gehört oder denkst du dann darüber mal nach? Oh, und wie? Ja. Also sowas, damit hast du mich auf jeden Fall. Das hört sich interessant an, nee, aber habe ich mir noch nicht Gedanken darüber gemacht und ist mir jetzt, so wie ich es gerade gehört habe, auch ein bisschen zu chemisch. Ich bräuchte dann einen greifbareren Ansatz. Chemie ist nicht mein Fachgebiet. Basalt klein machen und aufs Feld werfen. Ja, aber also wie diese chemischen Grundprozesse da dann ablaufen und dazu dann in der Lage sind, diesen Kohlenstoff zu binden, whatever. Ist interessant. Es ist ja immer wieder die Frage, wie viel Energie müssen wir reinstecken und wie viel Kohlenstoff wird dadurch freigesetzt, um diese erstmal technische Lösung dann umzusetzen. Aber da wird er sich mit Sicherheit auch Gedanken drüber gemacht haben. Also klar, gucke ich mir gerne mal an. Danke. Weitere Fragen? Anscheinend hier im Saal nicht mehr. Es gibt noch eine Frage anderer Art. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, Gottesdienste oder andere Veranstaltungen im Sommer mit vielen Personen, Hochzeiten oder Geburtstage auf euren Hof zu veranstalten, um Kunden zufällig auf euch aufmerksam zu machen? Als Landwirt hast du ja die luxuriöse Situation, dass du viel Platz hast. Stelle ich mir schön vor. Ja, tatsächlich. Also meine Schwester kommt aus der Hauswirtschaft, hat sich da spezialisiert, kümmert sich gerade um das Marketing, um den Hofladen und die Personalführung in der Vermarktungsorganisation, die wir da haben. Und mit ihrem Freund und Partner zusammen sind die auf jeden Fall ganz heiß darauf, verschiedene Veranstaltungen durchzuführen. Und das wird nach und nach auch immer weiter ausgebaut werden, denke ich. Ob das jetzt irgendwann eine Hochzeit wird, weiß ich nicht. Kann passieren. Werden wir zu sehen kriegen. Also wahrscheinlich werd ich es selber nicht umsetzen. Gucken. Okay, ich glaube, dann würde ich auch hier drinnen wie draußen die Fragerunde schließen und mich auch bedanken und lese jetzt einfach nochmal ein Dankeschön hier aus dem Chat vor. Vielen Dank für die spannenden Inhalte und deine geteilten Erfahrungen. Großartig, dass du so offen bist und ihr so viele Möglichkeiten habt zu experimentieren. Viel Erfolg für die Zukunft. Und dann darf ich mich noch bei euch und beim Chat und bei allen Menschen, die sonst wo noch zugehört haben, bedanken für das großartige Interesse, die großartigen Fragen und dafür, dass ihr so lange mitgemacht habt und inspiriert wurdet, vielleicht, hoffentlich. Danke. Ja, hier kommen auch noch ganz viele Dankeschön gerade rein. Oh, ja, sehr interessant. Vielen Dank, handfesten Ende. Vielen Dank und die Online-Frage. Ein Mega-Vortrag, danke. Schließe ich mir einen Vorredner an, danke. Und einen schönen Abend noch, danke. Beeindruckende Referenten, danke.